Wir machen jetzt die letzte Arena vor dem Endboss, glaube ich. Let's go. Vier Spiro? Ich habe doch vier Spiros im Deck, Mann. Was willst du? Spiro. 1, 2, 3, 8, 4. Ich hab nur drei Spiros. Ich hab kein... Was? Ah, warte, aber dann sind die in einem anderen Deck. Hier. Aha. Das kann ja nicht sein. Jawohl. So. Okay, jetzt habe ich vier Spiros. Habitax Taylor, du bist ein Pudox. Hallo Anpilon. Hallo Hannes, zwei Hannes auf einmal. Ein Hannes K19 und ein Hannes B90. Ihr habt euch doch abgesprochen. Was ist das für ein Grrr-Mensch? Die haben echt im Vergleich zum ersten Teil echt super viele neue Charaktere. Es waren immer die gleichen im ersten Teil und hier ist immer jemand anders. Und ich hätte Habitag nehmen sollen. Kangama geschwächt. Schwach auf Stein. I think so. It has to be. It must be. Yes. Komisch, ne? Hannes B90. Wer ist das? Was ist das für ein Relaxo? Das ist neu, das habe ich noch nie gesehen. Okay. Block Path, ja. Oh fuck, ich hätte durchlesen sollen. Und schon wieder wird mir Energie weggenommen. Hallo Hedge Goodman. Hallo Lurky. Hallo Happens. Lurky, du bist ein Sedra King auf Wish bestellt. Wie heißt das? Tendrak. Bin neu, war bisher nur bei ein paar Streams von dir stiller Zuschauer. Herzlich willkommen. Sieht das aus, wenn ich versuche zu zeichnen? Vielleicht ist es ja so eine Karte, die von dem Kind gezeichnet wurde. Also sie sieht auf jeden Fall absichtlich so aus. Das ist nicht das Spiel, was die verkackt hat. Gott, gleich kann dieses Ding Kometenhieb. Not good. Wer war das? Ich habe das nicht gemacht. War das Beast? Der Ton beabsichtigt? Welcher Ton? Ist irgendwas kaputt? Welcher Ton? Verwirr mich nicht. Ich habe die Nachricht gekriegt, nachdem... Also Twitch hat mir die Nachricht gezeigt, nachdem der Bonk kam. Alles normal? Roter Jay will wieder nur verwirren. Was mache ich? Ich könnte einfach Professor Oak machen und hoffen, dass ich einen Georock ziehe. Ja, alles total hallig. Hallig.
Ist der Titel beabsichtigt? Warum? Da ist ein Rechtschreibfehler drin. Der ist dann gestern auch schon drin gewesen und keiner hat's gesagt. Keiner hat's gestern gesagt, über den ganzen Stream hinweg. Manchmal frage ich mich, wer überhaupt zuguckt. Okay, kein Georock. Aber Pokédex. Come on! Schade. Das wird jetzt schlimm. Bei dem Bildschirm sehe ich jetzt alles. Lee ignoriert und gar nicht. Er Twitch leitet die Nachricht nur nicht weiter. Ja, immer wenn ich euch einfach nicht beachte, dann ist es nicht meine Schuld. Tiny, du bist ein Brokkoli-Affe. Hedge Goodman, du bist ein Saganabis. Shit. Shit. Yes. Yes. Shit. I live. Nice. Nein! Habe ich eine doppelte weggenommen? Ah, ich habe eine doppelte weggenommen. Gott sei Dank. I can win. Ich finde es lustig. Ich habe Heavens gefragt, was er für einen PC hat. Und dann hat er mir jetzt einfach Bilder geschickt von dem PC. Normalerweise sagt man dann, was für eine Grafikkarte, was für eine CPU man hat, aber dann halt einfach so ein Bild vom Karton. Wieso kannst du das schon wieder machen? Ah, tot. Vielleicht, weil du nicht in der EU bist, da muss die Nachricht erst durch den Zoll. Beast, dafür timeoute ich dich 10 Minuten, weil du anscheinend in Geografie 0 aufgepasst hast. Die 10 Minuten nutzt du bitte dafür, einmal kurz zu googeln, was EU bedeutet. Und dann kommst du wieder und hältst einen Vortrag und schreibst 10-mal in den Chat, was du gelernt hast. Hässliches Tier. Ich kann dir auch noch die Specs schicken. Ja. Okay, zeig mir dieses geile Relaxo. Ich lese mir jetzt die Nachricht von dem durch. Relaxo hat die Power. Er hat zwei Snorlax, die gleichen. As long as Snorlax is your active Pokémon, the defending Pokémon can't retreat. Ich kann mich nicht zurückziehen jetzt. Och. Och. Dafür bin ich stark. Slash oder Fairy Swipes? Fühle ich mich lucky? Nee, ich fühle mich nicht lucky. Diese scheiß Energy Removal. Wer programmiert Trainer so? Macht doch keinen Spaß. Super Energy Removal. Jetzt kann ich nichts machen. Ah. Der rote Jay startet die App immer noch neu. Was für eine App überhaupt? So, risky business. Shit.
Yes. Und auch eins, das hat sich gelohnt. Hat sich nicht gelohnt. Ich freue mich schon auf den Vortrag von Beast. Ich bin auch gespannt, was er rausfindet. Ich kann mit dem einfach 120 Schaden machen, mit dem Sand Slash. Mit dem Sandermeer. Wenn es doch nur ein bisschen Glück in meinen Weg kommt. Kein Plan, was von den Bildern jetzt am wichtigsten ist. Eins sollte richtig sein, I guess. Dude, hast du noch weniger Ahnung von Pokémon, von Computerspecs als ich? Schickst du einfach. Okay. Du hast es doch gekauft. Du musst doch wissen, was du gekauft hast. Da hättest du mich fragen können, ob das gut ist, was du kaufst. Ich weiß, wie ich jemandem Geld in die Hand drücke. Okay, aber dann wirst du jetzt nicht glücklich sein, wenn ich dir sage, dass es Quatsch ist. Sind so klein, die Bilder. Windows 11, gut. Intel Core i7 14700. Okay. GeForce 470. Okay. Wie guckst du den Stream, dass du nicht... Warum machst du keine Bildschirmaufnahme? Okay. Keine Ahnung. Beast ist gerade Pizza. Wo willst du das wissen? Come on, 120. Yes. Yes. Oh. Nur Upsi for me. Ich habe keine Ahnung von den Specs so genau. Also es sieht nicht nach Schrott aus. Aber es ist trotzdem lustig, dass du die zwei wichtigsten Sachen nicht auswendig weißt, obwohl du den gerade für viel Geld gekauft hast. Wir kennen doch genug Leute auf dem Discord, die dich da richtig beraten können, dass du für dein Geld das beste Zeug bekommst. War gerade so, als ob der die Tonspur gedoppelt hat. Wer? VGC zerstört mich. Ich bin, glaube ich, zu dumm dafür. Deswegen mache ich es nicht. Denn ich bin zu dumm dafür. Ich meine, es reicht für alles, was ich damit machen will. Ja, aber vielleicht... Okay. Sag mir einfach nicht, wie viel Geld du dafür ausgegeben hast. Sonst... Bringe ich im Kreis wie ein Rumpelstilzchen. Hat er sich komplett geheilt oder ist es ein neues? Hat er sich komplett geheilt? Nee, ich habe den doch gerade besiegt, oder? Ja, der hat sich komplett geheilt? Wie? Entzürnt.
Yes. Nope. Yes. €2.390, aber alles zusammen mit Bildschirm, Tastatur und der Rest, der dabei war, sind 2 Monatslöhne, also tut mir nicht weh. Also du hast auch einen krassen Bildschirm. Ich werde nie verstehen, warum sich Leute solche Bildschirme holen, weil sie sind super unbequem, finde ich. Also ein Bildschirm, der nicht 16:9 ist, sondern 20:1 oder so. Verstehe nicht, warum man sich das holt. Aber mit allem zusammen, okay, klar, 2.300 €. Aber ich weiß zu wenig, was du alles... Ich weiß zu wenig Specs, um jetzt sagen zu können, dass es zu viel Geld ist. Aber dafür, dass du es selber nicht weißt und einfach gesagt hast, ach, gebe ich halt 2.300 € aus, wirkt's krass. Da hätte ich mich, also ich habe mich mal beim PC ohne Ende informiert und ein Kumpel, der sich extrem gut auskennt, hat ihn mir zusammengestellt und hat mir alles erklärt und sowas. Du warst so bei Aldi durch das Büchlein so, ah, der sieht gut aus. Nein. Es sind mehrere Bildschirme. Also für Stream ist es zum Beispiel, also für Stream ist es nervig, wenn man nur einen großen, riesigen, breiten Bildschirm hat. Weil dann ist es schwierig, halt einen Bildschirm abzufilmen, weil der breiter ist als der Bildschirm, den die Leute sehen können, ne? Scheiße. Aber selbst wenn ich das nicht machen würde, selbst wenn ich nicht streamen würde, würde es mich, glaube ich, nerven, dass wenn ich einen Film aufhabe und ich mache den auf Vollbild, dann muss ich den in die Hälfte des Monitors machen. Aber ich weiß gar nicht, ob das geht. Vollbild und dann nur die Hälfte des Monitors, damit ich auf der anderen Hälfte noch was anderes haben kann. Wenn ich einen Film oder irgendwas Vollbild jetzt gucke auf diesem riesigen Monitor, kann ich dann noch was anderes auf dem Monitor offen haben, was man sieht? Klar, aber nicht im Vollbild, oder? Bestimmt gibt es irgendwelche Apps, die dann Vollbild erlauben oder so. Hallo, Erster. Kannst du teilen? Okay, also du kannst quasi den virtuell in 2 Bildschirme teilen. Das ist dann cool. Paralyse schlägt wieder zu, ey. Ich habe gestern bis um 23 Uhr das Gen 7 Video aufgenommen. Und die Aufnahme ist 2 Stunden lang. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, ich will, dass das Gen 7 Video unter eine halbe Stunde wird? Die Aufnahme allein von ich, wie ich rede, ist 2 Stunden lang. Mit allen Versprechern und was nicht alles. Und jetzt habe ich das heute zusammengeschnitten auf nur das Essentielle ohne Versprecher. Und es ist 1 Stunde. Es ist bis jetzt das längste... Es ist bis jetzt das längste Gen 7 Video. Es ist bis jetzt das längste Origindex Video, was ich gemacht habe. Ich werde es auf jeden Fall noch kürzer kriegen. Aber es ist schon wieder... Wie konnte ich das wieder so unterschätzen, dass ich einfach gedacht habe, dass ich Gen 7 in einer halben Stunde mache? Aber es gab tatsächlich echt viel in Gen 7. Aber ich könnte natürlich die 5 Minuten rausschneiden, in denen ich mich einfach nur über die Story beschwere. Oder über, genau genommen, über Lilly beschwere, wie dumm sie ist. Horn Attack. Oh, das kann ich nicht einsetzen. Oh, shit. Wie viele Minuten davon sind Memes? Noch gar keine, weil das nur ich bin, wie ich da stehe und rede. Das kann ich prima während der Badewanne gucken. Toll. Jetzt weiß ich, dass während ich das Video schneide, dass Lurky sich das nackt anschauen wird. Yippie.
Kühna, du bist ein Viscora. Warum haben die so viele Super Energy Removals? Ha. Was mache ich denn jetzt? Ich hab nur Kack-Pokémon. Ah, shit. Aber soll er erstmal 4 Komet-Punches machen? Genau diese 5 Minuten würde ich persönlich feiern, das ist nur meine Meinung. Ich lasse sie schon drin, weil ich. Das ganze Video ist darauf aufgebaut, dass ich Gen 7 scheiße finde. deswegen kann ich das nicht einfach weglassen. Oh, Gust of Wind. Hm. Hier, Erster, weil du gestern gesagt hast, die Karten sind so komisch. Guck dir diese Karte an. Aber die existiert. Lass mal gucken. Wie sieht die in Wirklichkeit aus? Die muss in Wirklichkeit auch so aussehen. Snorlax Level 35 TCG. Ja, die sieht halt in Wirklichkeit um einiges süßer aus. Krass, aber wie finde ich die? Snorlax Pokémon Card HP? Nee, was? Was ist das für eine? Diese Karte sieht in Wirklichkeit so aus. Also jetzt nicht unbedingt besser. Aber man erkennt halt schon, dass das hier ist eher so in verschiedenen Arten. Es ist halt eine Kinderzeichnung. Wahrscheinlich ist der Hintergrund auch davon. Aber dadurch, dass du wirklich siehst, wie es Wachsmalstifte sind, hat es um einiges mehr Charakter, als wenn du das in Pixel umformst. Wodurch das dann einfach so aussieht. Weiß ich nicht, warum die jetzt ins Spiel machen mussten. Hallo, Max-O-Mania. Hör auf! Oh mein Gott. Ist das Kacker, Mann, hier jetzt wieder. Mann. Mit Choke. Ah, ich kann mit Choke erst angreifen, aber Submission macht, glaube ich, selber Schaden. Genau. Das ist 50 Damage minus 10 Damage for each Damage Counter on this Pokémon. 50 Damage. Aber bei Karate Chop, solange ich nicht beschädigt bin, mache ich einfach 100 Schaden gegen die. Aber dafür brauche ich trotzdem noch 2 Kampfenergien. Und ich kann dieses Kangama auch weggasten. Aber dann hätte ich jetzt die Energie auf mich tun müssen. Winning. Losing. Winning. Ah. Es wird einem nichts gegönnt. Ich will heute dieses Spiel hier übrigens durchspielen. Was ich schaffen sollte. Mache ich jetzt. Ja. Aber wenn ich den nehme, wenn es ist keine. Ah, es ist keine Kampf. Ich brauche eine Kampfenergie, Mann. Okay, dann muss ich dich jetzt weggasten, damit ich eine Chance habe. Und gehe auf dieses Snorlax, was nichts kann. Aber ich kann auch noch nichts. Ich brauche eine Kampfenergie. Wie viel Prozent hast du denn schon? Also das ist die letzte Arena vor dem letzten Kampf. Also 100% Achievements, das dauert noch ewig, weil da sind sehr schwierige dabei. Wie zum Beispiel 50, waren es 50? Hier, receive the Ductrio Coin for winning 50 consecutive matches on Dr. Mason's Challenge Machine. Ich muss 50 Kämpfe hintereinander gewinnen. Zweimal. 50 Kämpfe hintereinander. Ich darf zwischendrin aber, glaube ich, speichern. Trotzdem, wie lang das dauert? Ich glaube, ich habe nicht mal jetzt 50 Kämpfe insgesamt geschafft.
Gib mir eine Kampfenergie. Oh mein Gott, hör auf, mir Pokémon zu geben. Derzeit sind es 27 Mitgliedstaaten. Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern. Okay. Und was haben wir daraus gelernt, Beast? Dass dein Witz nach hinten losging, weil ich nicht in der Drecks-UK lebe, sondern in Irland. Jetzt, die. 50 Schaden. 100, ja. Ich mache jetzt alles platt, außer... Der one-hittet mich jetzt, indem er 3 reichen, ne? Ne, 4. Der muss jetzt 4 Kopf werfen und ich bin tot. Und natürlich passiert das genau jetzt, wenn es am lustigsten wäre. Ich überlebe. Wow. Leider mache ich jetzt weniger Schaden. Weil ich jetzt 40 Schaden habe. Das heißt, ich mache jetzt nur noch 10 Schaden. 50 minus 40 sind 10, also 20. Schade. Habe ich keinen Trank oder so? Nein. Submission macht mir selber 20. Weiß es nicht, das ist das letzte Pokémon. Let's go. 120 Schaden! Win! Warum war das 6 überhaupt? Krass, 6 Preise musste ich gewinnen. Komm, gib mir was Gutes. Gib mir das Relaxo. Da ist bestimmt das Relaxo drin. Nope. Okay. Da ist bestimmt das Relaxo drin. Nope. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Okay, ich hatte alle Karten schon. Okay, was brauchst du? I want mysterious fossil cards. Do you understand? No. Mysterious fossil cards. Das heißt, wir tun jetzt das Spiro raus und dafür geben wir uns die Mysterio Fossil Cards, die ich dann einfach wegschmeiße, oder? Oder was sind das eigentlich für Pokémon? Sind das Kampf-Pokémon? Ne, das sind bestimmt Wasser-Pokémon. Das sind Wasser-Pokémon. Ist Kabuto auch ein Wasser-Pokémon? Aber er ist bestimmt Wasser, ne? Habe ich keinen Kabuto oder ist Kabuto hier Kampf? Warum sollte Kabuto Kampf sein? Kabuto ist nur Wassergestein. Kabuto ist Kampf in dem Spiel? Wow. Dann... Kabuto Armor. All attacks to Kabuto do half damage. Rounded down. Okay. Das ist nicht schlecht. Sharp Sickle. Absorb. Machen wir das doch so. Was gebe ich dafür her? Diglett. Let's go. Yes, check. Okay, wieder 6 Karten. Dass das nichts mit Geografie zu tun hat, kriegst du jetzt 10 Minuten Timeout von mir. Es kann was mit Geografie zu tun haben. Der Grund, dass du es nicht weißt, kann was mit Geografie zu tun haben, wenn du nicht weißt, wo Irland ist. Wenn du weißt, wo Irland ist, und du weißt nur nicht, dass Irland nicht zur UK gehört, dann ist das wohl eher Geschichte oder Politik. Es kommt auf den Grund drauf an, warum man das nicht weiß. Welches TCG findest du vom Vibe schöner, der erste oder der zweite Teil? Natürlich der zweite Teil. Der zweite Teil ist wie der erste Teil, nur dass es mehr ist.
Du kannst gegen jeden kämpfen, der im ersten Teil drin ist, plus die ganze GR-Insel. Also warum sollte man den ersten Teil mehr mögen? Ich meine, man könnte sagen, dass der zweite Teil nervig ist wegen diesen Bedingungen, die manche Kämpfe brauchen, wie jetzt hier 4 Fossilien, aber ich finde es eigentlich besser. Moment, habe ich jetzt gerade ernsthaft? Nee, das wollte ich nicht. Nein! Habe ich jetzt ernsthaft ein Fossil, das nichts kann, an erster Stelle, das geht? Ich dachte, das geht nicht. Ich wollte gucken, ob das geht und dann ging's. Oh. Ich dachte mit dem, das kann nie aktiv sein. Weil es nichts kann, weil es eine Trainerkarte ist. Interesting. Ups. Wieder was gelernt. Was ist diese Nocturne-Karte? Ja, dieses Nocturne rechts oben. Was ist das? Oh mein Gott. Meine Arbeitskollegin macht im März mit ihrem Mann und ein paar Freunden eine Tour durch Irland. Bin gar nicht neidisch. Einfach mit. Drittes Rad. Wer hätte gedacht, ich bin tot. Ich habe mein Macholo nicht ins Team. Ja, es ist ja, es lief blöd. Ich habe dazugelernt. Wir haben Erster mit einem Wurmball. Und Demon King mit einem Flatiamo Quiekel. Nein. Wer ist es? F. Warum ruckelt heute das Spiel? Bin ich auf irgendwo 100% oder so? Nee. Komisch. Und Beast, du bist ein Froschpino. Sie ist 64, ich glaube nicht, dass sie Pokémon spielt. Na, ihr müsst ja nicht zusammen Pokémon spielen. Könnt ihr auch über Häkeln und Stricken reden. Aber ja, klar. Aber mach's doch auch. Vielleicht kriegst du es ja irgendwie hin, auch nach Irland. Eine schöne Tour, wunderschön. Bist du schwach gegen Kampf? Ja, okay. Dann kann sie mit Leo eine Sightseeing-Tour zu Irlands besten Pokestops machen. Hier ist Pokémon Go wirklich sehr nicht gut vertreten. Bin Jahrgang 1969, nice. Und totaler Pokémon-Fan. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Mrs. Brinkmann. Bist du die Arbeitskollegin von Erster? Nee. War dann dein erstes Pokémon-Spiel auch hoffentlich Pokémon Blau oder Rot? Gelb? Oh, dann bin ich ja, dann habe ich ja früher als du Pokémon gespielt. Meins war blau, meins war auch blau. Weil blau meine Lieblingsfarbe war. Aber damals hat man eh noch nicht verstanden, was der Unterschied sein soll. Latini ist hier nicht Wasser, oder? Nee, das kann nicht sein. Ach, steht ja oben. Steht ja immer da.
habe erst angefangen, als mein erster Sohn Englisch lernen musste. Was hat es damit zu tun? Also, was? Als dein erster Sohn Englisch lernen musste, hast du dir gedacht, spiele ich mal Pokémon auf Englisch? Oder ist es einfach nur ein Zeitfenster, an das du dich erinnern kannst? Man hat ja manchmal so Zeitfenster, wo man sagt, okay, wann war das? Das war 3 Jahre danach, weil 3 Jahre davor habe ich Abi gemacht und deswegen muss es in dem Jahr gewesen sein. Ich hätte gerne Energien. Gelb gab es damals nur auf Englisch. Also nicht in Deutschland, da war Gelb auf Deutsch. Aber dann hast du es halt auf Englisch gespielt. Aber Pokémon Gelb ist Deutsch. Jetzt geht es Paralyse wieder los. Und es geht wieder los mit den Nicht-Energien bekommen. Du hast, um deinen Bruder zu ärgern, der blau nehmen wollte, blau genommen. Er musste dann rot nehmen. Ja, das ist so abstrus, ne, wie man sich über sowas streiten kann. Aber ja, klar, Kinder streiten sich da. So, ich kann jetzt die Paralyse aufheben, weil ich entwickle. Und dann kann ich dich bewerfen mit einem Stein. Timeout ist vorbei, du darfst jetzt wieder mit mir reden. Was soll ich mit dir reden? Du hast gesagt, bin auch blau. Soll ich dann sagen, ah, Beast, das ist schön, dass du auch blau bist. Was ist das für eine Konversation? Interessiert doch niemanden. Also, dass ich das sage. Dieses Nocturne ist großartig. Er ist so tot. Er kann nichts mehr machen. Das hat eine Schwäche, oder? Gib auf. Gib auf, junger Mann. Geben Sie doch auf. Kommt wieder super Energie-Removal. Ah, gib doch auf. Achso, ich meinte vorhin, ich gebe dir auch 10 Minuten Timeout, weil die EU nichts mit Geografie zu tun hat. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass das nun vorbei ist. Und wie sollte ich das verstehen? Aber ja, es war sicher anstrengend, vorhin nicht 10 Minuten mit mir zu reden. Ja, es war die Hölle. Minus 10 wegen ein Igler. Oh, habe ich den vernichtet. Warum hat er mich dazu gebracht, 4 Fossilien mitzunehmen? Okay, war's das? Haben wir jetzt schon den Meister? Vielleicht. Assault Booster Pack. Brutal. Da war sogar was Neues dabei. Ist das das Spiel, was den Sound macht?
Ist das für ein crazy... Ist das ein Georock? Damn. War neu. Was für eine Bedingung hast du jetzt? Special deck requirements to prevent me from losing, though. I want your deck to include 4 Rattata. Das ist okay. Rattata ist gut. Ich nehme gerne Rattata. Rattata. Dann tun wir jetzt die komischen Fossilien wieder weg. Machen 4 Rattatas rein. Was ist Trickery? Once during your turn, you may switch one of your prizes with the top card of your deck. Nee. Hat doch keiner. Ich muss es nehmen. Und dann habe ich hier 2 Radikals. Dann mache ich wieder die 3 Kabutos weg. Okay, letzter Arena-Kampf und danach kommt wahrscheinlich der... Danach kommt nochmal mein Rivale und dann kommt der Boss. Avery! Cleric. Süß Cleric mit der Pikachu-Gatte. Pika Pika. Onyx zu gut, um es nicht zu nehmen. Für den Anfang, danach wird es anstrengend. Seid ihr schon wieder am Bonken? Ich finde, Onyx sollte gegen normal resistent sein. Beast hat angefangen. Ja, Beast. Du hast heute schon eins gekriegt. Macht er Zahl zur Abwechslung. Und dann habe ich dieses Tauros sogar besiegt mit meinem Onyx. Oder er wechselt auf ein Tauboss, was resistent ist gegen meine Attacke. Yes. Oh, oder safe, weil Flug ist hier resistent gegen Kampf, was ja auch logisch ist. Aber ich bin kein Kampf. Ich bin ein Onyx, was Steine wirft. Aber okay, dann muss ich meinen Radikal vorbereiten. Soll ich den nehmen? Nee. Und dann mache ich... Ich kann Onyx nicht zurückziehen. Aber kurz, um es zu beweisen. Ich mache jetzt Rock Throw mit einem Onyx gegen einen Tauboga. Und das macht so viel Schaden. Null. Oh Gott, wahrscheinlich ist das Pikachu, das Flug-Pikachu auch resistent gegen Kampf, was so anstrengend ist. Ich kann nichts machen. Hallo Verox. Werden Sie das neue Pokémon TCG, das Ende Oktober kommt, auch spielen? Werte Mrs. Brinkmann. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum es Gelb nur auf Englisch gab, aber...
Bitte, so hören Sie doch auf, mich zu siezen. Ich bin doch noch so ein Jungspund. Und das ist nicht wirklich ein Spiel, das neue TCG-Spiel. Das ist einfach nur ein Gacha-Game. Das heißt, du gibst Geld aus, um Karten zu ziehen. Und hast eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, gute Karten zu ziehen. Aber ja, ich werde es spielen. Ich werde direkt am ersten Tag die maximale Menge an Geld ausgeben, was 150 Euro anscheinend ist. Und schauen, was wir ziehen und dann das Spiel wahrscheinlich für immer weglegen. So wie das jeder machen wird. Warte mal, habe ich eine... Oh yeah. Das ist jetzt geil. Das war jetzt geil, der Pokédex. Der war richtig geil. Ich glaube, Mrs. Brinkmann übersetzt auf Deutsch. Ah. Ah, Mrs. Brinkmann, are you not German? You don't need to translate into German. You can just type in English if you like. JJ. Guten Tag. Guten Tag, Mr. JJ. Oh, ich bin Deutsch. Okay. Theorie falsch. JJ, du bist ein Absol. Absol. Krass, dieses Tauburger darf einfach nicht angreifen. Das ist großartig. Aber ich kann auch nicht angreifen. 3200 Resets in Giratina. Ich habe Mitleid, nicht wirklich. Töte mich, Tauburger, töte mich! Ich kann nicht mehr. Soll ich es auswechseln? Ja. Yeah. Ich habe nicht wirklich Mitleid. Mein Giratina ist bei 6200. Und es war noch nicht mal ansatzweise shiny bis jetzt. Ich habe die letzten Nächte, während ich Filme geguckt habe, ein bisschen weiter resettet. Es muss natürlich kommen, wenn ich offline bin. Das ist doch Brauch inzwischen hier. Wenn es bis 4100 nicht kommt, wechsle ich auf Schwert und Schild. Achso, du machst es ja in BDSP, ne? Das heißt, du bist ja sogar schon über Hälfte Odds. Come on, kill me. Oh mein Gott. Tauboga. Ich hab so krass gute Pokémon jetzt. Ich mach den fertig. Wenn ich denn mal einwechseln darf. Aber wenn es bei 4100 nicht kommt, dann wächst du auch Schwert und Schild. Das wäre doch schade. Wenn du über Odds bist, dann muss es jederzeit kommen. Und wenn du dann wechselst, hast du all die 4000 Resets verschwendet. Muss schon dabei bleiben. Das ist die Regeln. Was? Oh, nach Flug ist es in der Luft und ich kann ihm nicht wehtun? Was? Was ist das für eine krasse Attacke? Deswegen muss er jedes Mal eine Münze würfeln. Wahrscheinlich funktioniert das jetzt die ganze Zeit, weil er fünfmal... Ja. Oh nein, weil er fünfmal jetzt hintereinander einfach Flug versemmelt hat, funktioniert es jetzt nur noch wahrscheinlich. Oh Gott. Aber das darf nicht. Dann mach ich Bite. Bringt auch nichts. Was ist das für eine kranke Attacke, wo man einfach danach geschützt ist, nachdem man angreift? Mein Galopper ist ja... Also mein Galopper macht 30 Schaden. Okay, ist so ziemlich genauso. Aber wenigstens da... Galopper ist noch besser. Galopper macht immer 30 Schaden und du würfelst, ob du danach unverwundbar bist. Okay, nice. Jetzt kann ich... Jetzt darf ich angreifen. Wie nett.
Ich kann sonst Tauboga nicht angreifen. Ich muss mit diesem Radikal jetzt Tauboga killen. Ich kann sonst nicht angreifen. Ich meine, ich könnte es zurückziehen und 10 Schaden machen. Vielleicht zwingt er einen deswegen, Radfratz ins Team zu nehmen, damit man eine Chance gegen ihn hat. Oh, Menno. Please. Yes. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wäre viel cooler, wenn Attacken Odds hätten. Anstatt immer 50-50, weil es fühlt sich nicht wie 50-50 an. Es ist ja auch nicht programmiert auf 50-50, es ist total blöd gemacht. Ich fände es viel cooler, wenn Fly zum Beispiel eine Chance hätte, von 1 zu 5 zu funktionieren. Aber dann wäre es noch frustrierender, sie überhaupt einzusetzen. Aber so fühlt sich's an. Problem ist leider, dass ich trotzdem es nicht killen kann. Come on! Oh Gott, wie gut, wie gut, wie gut. Killt er mich danach? Er kann mit jedem mich umbringen. Warte, das müssen wir jetzt checken. Tauros noch 20. Du machst 10 Schaden. Und du machst 20. Okay. Also Tauros oder Energy Removal. Entweder Tauros nicht angreifen oder er nicht angreifen. Ich schätze. Also Firo ist schlimmer, wenn er den ruft. Weil den kann ich wieder. Dem kann ich nicht wehtun. Bitte ruf. Ich meine, er könnte jetzt ein Kampf-Pokémon rufen, weil ich bin ja selber normal. Er ruft Tauros. Okay. Also ich meine ein Normal-Pokémon. Kein Flug-Pokémon. Jetzt killt er mich leider. Aber dafür kann ich jetzt sacken viel Schaden machen. Aber halt leider. Ruft er danach wieder. Ein elendiges Tier. Ich habe jetzt wieder einen Radfratz wenigstens. Date. Hallo Fast Guy. Bald hast du die Hälfte der Achievements geschafft. Ich finde, ich glaube, es ist schon über die Hälfte. Oder? Haben wir nachgezählt? 3 Reihen. Ah, nicht, nee, aber unten fehlen 2. Ich weiß nicht. Vielleicht sind wir jetzt gleich exakt bei der Hälfte, ja. Ich spiele es auf jeden Fall heute durch, das Spiel. Nö! Nein! Wie dieses Pikachu fliegt! Die gleiche Tauboga-Attacke. Oh, mein Radfratz, das war so wichtig. Oh! Oh mein Gott! Jetzt muss ich dich mit langsamen Zehnerangriffen umbringen. Und sogar das Radfratz wäre gekommen. Oh nein. Ich brauche meinen Mashok. Dieses Radfratz hatte sogar schon 2 Energiekarten. Also mit dem kann ich 60 Schaden machen. Ich hätte den nehmen sollen. Okay, er darf einfach jetzt nicht. Er muss jetzt die ganze Zeit wieder. Oder machst du jetzt. Nee, es ist. Was? Achso. Aber da stand trotzdem Resist. Das heißt, dieses Pikachu ist tatsächlich resistent gegen Kampfattacken. Das ist so gemein. Oh nein. Die Taktiken in diesem Kampf sind. Also, es ist auch die letzte Arena. Ich brauche noch einen Radfratz, sonst habe ich keine Chance.
Weil da steht Resist, das heißt, ich mache wirklich nur 10 Schaden. Krass. Krass, krass, krass. Ich kann ihm wieder nicht wehtun. Krass, krass, krass. Ich könnte jetzt so lange mit Onyx Härtner machen. Härtner schützt bis 30, glaube ich, ja. Ich könnte jetzt so lange mit Onyx Härtner machen, bis ich einen Maschok habe, das 50 Schaden machen kann. Oder was anderes. Oh, oder ich versuche 60 Schaden zu machen. Ich überlebe wenigstens. Aber ich werde niemals 60 Schaden machen. Wir trainieren. Tja, schon nicht 60. Schon nicht mal 40. 20, 0. Kaka. Verox, du bist ein Infamomo. Und Farsky, du bist ein Shiny. Spritze. Shiny Spritze. Wie heißt es? Zahl. Orihorn, das ist wenigstens etwas, mit dem wir arbeiten können, wenn wir ein Rizeros bekommen. Weil das kann 50 Schaden machen. Und jetzt machen wir ganz einfach wenigstens 2, komm. Okay. Okay. 20 Schaden. Das sollte mehr sein für einen Dreier, Mann. Oh, 30 sogar. Warum 30? 60? Ach, 60 minus 30, stimmt. Ah, geil, dann muss ich nächste Runde nur 2 würfeln. Wenn er keinen Flug macht. Komm schon, 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 yes. Mein Gott, ich besiege dieses. Aber danach hat er immer noch ein krasses Ibitak. Ich habe wieder ein Radikal. Okay, aber wir haben die Chance auf was Geileres jetzt. Professor Oak. Give it to me. Gib mir Rizeros. Oh, ich habe Rizeros bekommen. Gust of Wind. Das heißt, ich kann seinen Ibitak wegmachen. Okay, wir schaffen das. Wir gewinnen das. Jetzt mache ich einfach eine einzige bloß. Nur eine. Nee, nur zwei meine ich. Oh mein Gott. Kein Problem. Er würfelt jetzt nochmal Zahl und dann mache ich 2 Köpfe. Du hast eine Ultrabestie, ja. Die Ultrabestie Argoyon heißt sie. Jetzt weiß ich's. Argoyon. Okay, jetzt wieder meine Chance. Chance. Okay, noch eins. Noch eins. Oh. Es ist so anstrengend. Oh, ich resiste, weil Pikachu ein Elektro-Pokémon ist. Stimmt. Oh mein Gott, der kann mir gar nicht wehtun. Das dauert jetzt ewig. Ist ja großartig. Oder ich tausche es einfach ein. Er hat nur noch Normal-Pokémon. Also nur noch Flug-Pokémon, die alle resistent sind auf meine Attacken. Ist es hart, ey. Ich darf hier nicht mit Kampf reingehen. Wenn ich verliere, gehe ich nicht nochmal mit Kampf rein, weil außer Tauros hat alles eine Kampfresistenz. Okay, Kaka. Okay, Kaka. Hilfe, Hilfe, hör auf. Ah, ah, ah!
Du Dreckstier, das ist meine einzige Chance, mein Radfratz. Nimmt er wie wieder mein Radfratz weg? Pokémon Trader. Vielleicht habe ich noch ein Radikal. Ich sollte noch ein Radikal irgendwo haben, außer es ist in meinem Trophy-Deck drin. Radikal. Nein, ich habe kein Radikal mehr. Gott, habe ich wenige Karten. Habe ich schon so viele? Hat er auch schon so viele Karten verbraucht? Ich habe noch 5 Karten. Er hat nur noch 3 Karten. Ich kann gewinnen, weil er einfach Karten ziehen muss. Okay, pass auf. Ich wechsle jetzt zu meinem Krassen, der jetzt ich kann ihm wehtun, aber nee, okay, meine Taktik ist jetzt einfach okay, ich hätte auf Onyx wechseln sollen, weil Onyx kann Härtner. Egal. Ich halte lange aus. Ich mache jetzt einfach so lang. Oder share eine andere Zahl. Okay. Das war eine andere Zahl. Er hat wie viel noch? 18. Okay, wo sehe ich? Oh Gott. Ich hätte rammen sollen. Die Zahl da oben heißt nur, wie viele Pokémon er noch hat. Wo steht es? 17. Ich habe noch... 7? Oh oh. Das ist die 26. 7. Okay, wenn ich jetzt nicht gleich gewinne, habe ich in 7 Runden verloren. Okay. Vielleicht ist ja eine Trophy-Karte noch ein Radikal. Ein Pikachu würde dann 20 Schaden nehmen, wenn ich die Ram-Attacke mache. Warum hast du... Ach, meine meine Ram-Attacke wechselt das Pokémon ein. Das hatte ich vergessen. Jetzt killt er mich. Nein? Doch. Ah, ich habe keine Chance. Ich finde es so schade, dass man nicht aufgeben kann. Ich muss ein anderes Deck nehmen. Tauboss. Was musst du da denken, Avery? Das ist so krass. Oh, Alter. Aber haben die dann überhaupt eine Schwäche, Vögel? Hätte ich jetzt gerne noch geguckt. Okay, was nehmen wir? Nehmen wir mein Psycho-Deck. Das Psycho-Deck war schon cool mit Mewtwo und so. Psycho-Deck und er will, dass wir 4 Radfratz reintun.
Ja, wo sind mein Rattatas hin? Ich habe doch extra gerade. Ach, hatte ich das gespeichert? Verdammt. Dann Rattatas hier raus. Glätto wieder rein. Dann hier, okay. Eins, zwei, drei, eins. Und zwei, drei. Drei, zwei, drei. Und sieben zu viel. Okay, noch einmal. Moment. Stimmt, Psycho-Pokémon sind resistent gegen normale Attacken, deswegen war das gut. Ja, ja, doch, das ist jetzt okay. Ich dachte gerade, Moment. Was? You remember them, right? Vier Meowth-Cards? Was? Du änderst deine Regel? Das ist neu. Okay. Radikal war cooler. Vier Meowth-Cards. Das ist Cat Punch. Macht 20 Schaden random gegen ein Pokémon. Zu viel. Okay. Jetzt aber. Vielleicht sollte Elektro gehen, ja. Aber wir machen jetzt Psycho, weil jetzt sind wir resistent gegen ihn. Und wir haben ein Abra. Yay. Hypno, mein Killer. Nice. Ich vernichte. Hallo, Runny. Ronny, der ist voll gemein, der hat ein fliegendes Pikachu, was resistent ist gegen Stein. Der Kampf. Diese TCG-Regeln. Unmöglich. Da ist es. Aber nicht mit mir. Ich meine, du kannst 30 Schaden machen. Hilfe! Hilfe! Flug ist nicht fair.
Machen wir Gast. Begasten wir. Wir gasten. Aber weil ich kann. Wir Energy removen. Vielleicht sogar noch besser. Wir gasten nicht. Aber ich will gasten. Aufhören, dich zu heilen. Schrecklich. Was ist Pounce? If the defending Pokémon attacks Persian during your opponent's next turn, damage is reduced by 10. Okay, also, ja, Pounce reduziert Schaden um 10. Also, tut's mir nicht weh. Ich hätte Pounce machen sollen, ich Trottel. Ich frage, ob Pounce nur bei dem Pokémon gilt, gegen den ich die Attacke gemacht habe. Ja, genau. Das Kadabra, sehr, sehr gut. Kann ich trotzdem pouncen und es macht jetzt minus 10? Wahrscheinlich. Das heißt, sein Flug killt mich nicht. Aber es funktioniert nicht. 20? Was? Warum? Mein Pounce, warum hat das nicht funktioniert? Unverschämt. Ich muss ja Gastly nehmen, damit ich überhaupt eine Attacke überstehe. Your opponent may not use trainer cards. Flip a coin, if heads, the defending Pokémon is now confused. Let's confuse it. Not enough energy. Was? Oh, ich hab die Karte auf Abra getan. Hey, er kann keine Trainer-Energie benutzen, keine Trainer-Karten. Ah, come on, viermal hintereinander? Energie! Yes! Du bist confused, aber funktioniert Confuse, wenn er geschützt ist? Ja, komm schon. Yes! Geil. Es ist doch nicht unsterblich. Das ist das Moonstone. Oh. Oh. Er hat seine Konfusion aufgehoben. Habe ich das richtig gesehen? Come on! Yes! Dieses Tauboss wird mich wieder so nerven gleich. Dafür ist sein Pikachu jetzt endlich weg. Aber Kadabra, 50 Schaden. Maybe there is a chance. Okay, jetzt setzt er bestimmt Tauboss ein, killt meinen Nebulak und dann komme ich mit 50er Schaden, was dem Tauboss nicht allzu viel macht, leider. Ich muss zweimal... Zwei, er macht 20 Schaden, aber gegen meinen Kadabra macht er vielleicht gar keinen Schaden. Weil ich resistent bin auf normal, glaube ich.
Okay, ich bin nicht resistent auf normal, was? Sind nicht die meisten Psycho-Pokémon resistent auf Normalattacken? Nicht mein Kadabra. Hä? War da nicht was? Da war doch was. War Mewtwo resistent auf Normalattacken? Macht nix. Du hast Defender. Was ist Defender? Minus 20, ne? Das heißt, er überlebt meine krasse Attacke. Es ist mir hier alles zu viel Schaden gerade. Was ist hier los? Wie klug er Defender eingesetzt hat. Ein zweites Hypno-Traumato. Oh, der kann mich jetzt umbringen, ne? Nee, er macht nicht das andere. Okay, Pack. Ich bring den jetzt um. Was kommt danach? Nichts! Winning! Da ist unsere nächste Trophäe, die Relaxo-Coin. Da ist das Traumato. Oh, oh no, I've lost the match. Ring. Okay, haben wir hier was Cooles Neues? Super Retrieval, wer hätte es gedacht? Geiles Alpollo. Geiles Alpollo. Das Alpollo war neu. Und Quappo, ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Dieses Mushroom, was so aussieht, als ob es Snubbles und Dittos stemmen würde. Und die Relaxo-Coin. Das war der letzte Arena-Leiter. Was sind die anderen Coins noch? It looks like you already have the GR Physics coin. That can only mean you'll be entering GR Castle soon. That would make you the first non-Team GR member to enter the castle. If you happen to meet Vilichi, give him my kind regards. No. Nein. Soll ich gucken? Ah ja. Wir haben noch Coins. Wir haben noch die Togepi-Coin. Die kriege ich als allerletztes. Ponita Coin. Wenn ich die TCG Island Challenge 10-mal schaffe, also 10-mal die Top 4 besiege und 10-mal die Top 4 hier auf diesem, auf dieser Insel besiege. Und dann gibt es noch die Doctrio Coin. Die kriege ich, wenn ich 50-mal hintereinander einen Kampf gewinne. Und die Gengar Coin, wenn ich 50-mal hintereinander einen Kampf gewinne auf der GR Insel. Das sind dann all die Coins. 50 Mal hintereinander einen Kampf gewinnen. Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Ich weiß auch, ich habe die Maschine noch nicht besucht. Aber irgendwo steht diese Maschine, wo man hintereinander Kämpfe machen kann. Nightwave, dankeschön für deinen Raid. Hallo. Mauri, du bist ein Flanival. Give him my unkind rewards. Rewards. Words. Es kann jetzt gut, sehr gut sein, dass der gewisse Herr Roland hier auftaucht. Deswegen, wir müssen den Kampf gegen Roland gewinnen. Den muss man nämlich nicht gewinnen, aber wir kriegen eine Trophäe, wenn wir gewinnen, natürlich. Und ich glaube, ich behalte mein Psycho-Deck. Ich finde das ziemlich geil, aber ich mache es kurz wieder normal.
Und dann speichern wir. Und ich glaube, jetzt sollte er auf dem Weg zum Castle erscheinen. Da ist das Castle. Aber zuerst gucke ich noch, was bei Ishihara so los ist. Nichts! Lass mich noch einmal kurz schauen, ob ich wirklich alle Verpassbaren habe. Ja, ich muss nur noch Roland ein letztes Mal besiegen. Und der ist wahrscheinlich hier drin. Musik? Was ist die Musik? Wie geil. Was ist das Ziel? Das Spiel spielen. Okay, kein Roland. If you have the GR Psyche Coin, please give it to me. Yes. Also. Defeated? It was so thoroughly defeated. Ja. Okay. Verpassbare Trophäe. Wir müssen gewinnen. Mewtwo. Mewtwo, ist das geile Mewtwo? Das ist das geile Mewtwo, ja. Das Ziel ist, das Spiel zu spielen und alle Trophäen in diesem Spiel freizuschalten. Ausrufezeichen RA. Ich darf zuerst. I am. Und wir kämpfen gegen Normal-Pokémon. Also gegen den zumindest. Herr Banks, warte mal. Resist Psycho. Ah! Nur weil ich ein Geist bin. Wie soll ich so ein fettes Viech besiegen ohne minus 30? Mit Mewtwo. Mewtwo hat nämlich ignoriert Resist. Du darfst niemals Trainerkarten einsetzen. Ich habe schon einen Dark Kadabra. Das geile Mew. Was ist da, Kadabra? Macht auch Mindshock. Mindshock auch ignoriert Resistenz. Das wird. Kann ich dich retreaten? Yes. Telekinese. 30 Schaden auf ein Pokémon. Und es ignoriert Schwäche und Resistenz. Oh, er hat einen Dragoran. Er hat einen Alpollo. Ich will dieses Alpollo wegmachen, ich habe Angst vor dem. Das Kangama kann noch nicht angreifen. Das hat Zeit. Er kann nur wegen Kangama die ganze Zeit eine Karte zusätzlich nehmen. Was am Ende dafür sorgt, dass du zu wenige Karten hast. Das hatten wir schon mal. Jetzt kann ich 30 Schaden machen ohne Resistenz.
Trainiert sein Kangama nicht? Finde ich gut. Dann haben wir unser Mew, das resistent ist gegen entwickelte Pokémon. Das wird ja ein Klacks. Alpollo ist tot. Das war viel zu gruselig. Dann bringen wir Dratini um, weil ich habe Angst vor Dragoran. Solange du deinen Kangama nicht trainierst, habe ich keinen Grund, deinen Kangama umzubringen. Ronald. Wurde das gerade zu einem Dragonier? Ich glaube. Dragonier ist tot. Telekinese ist so mies. Ich würde so ausflippen, wenn ich er wäre. Die ganze Zeit 30 Schaden auf Pokémon auf meiner Bank. Dann haben wir jetzt ein Hypno, was auch 30 Schaden kann und ignoriert jede Resistenz und Schwäche. Und ich will gar nicht... Ah, jetzt fängt er an, Kangama Energie zu geben. Okay, ich muss jetzt Kangama weitermachen. Weil ich will nicht, dass er seinen Komet-Punch auspackt. Du. Noch ein Alpollo. Aber Kangama ist noch lange davon entfernt, Komet-Punch zu machen. Deswegen bringen wir jetzt wieder das Alpollo um. Ronald auf der anderen Seite, er muss ausrasten. Ich habe zu viel Energie, ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Energie. Oh oh, shit, er hatte Doppel-Energie gelegt. Okay, ich überlebe, oder? Okay, ich überlebe. Ah, locker. Also bitte. Na gut, dann bringen wir dich halt langsam um. Ich habe auch... Ich habe keine Removal, die habe ich schon eingesetzt. Na gut. Dann bring mal deinen Alpollo raus. Oder Mew. Mew ist vielleicht auch nervig. Aber ich bin nicht entwickelt. Ist auch die Frage, was für ein Mew. Okay, es ist ein normales Mew. Jetzt ist schon wieder ein Dratini. Interessantes Deck hat er. Dratinis. Psychos. Oh, ich bin... Oh nein. Das macht 30 Schaden. So vergessen, dass ich eine Psychoschwäche habe. Ja, schade. Mein Gastly hat keine Psychoschwäche. Nehmen wir erstmal das. Wir haben Zeit. Wir haben viel von ihm... kaputt gemacht. Darkness war das mit dem, dass es verwirrt ist. Deine Pokémon-Emotes sind aber auch geil. Ich bin ja manchmal... Manchmal bereue ich es ein bisschen, dass ich mich komplett auf Ditto-Emotes beschränkt habe. Aber ich finde es halt irgendwie lustig, dass du mit Ditto so viel machen kannst. Auf der anderen Seite fände ich es cool, einfach auch... Hätte ich es cool gefunden, auch einfach random lustiges Pokémon zu nehmen. Zum Beispiel ein Ullini in einer Cocktail, in einem Cocktailglas drin oder so. Autsch.
Suchen wir nach einem Level 50 Kadabra, würde ich sagen. Sei verwirrt. Aber ohne Ditto bist du nicht mehr du. Ja, ich habe ja nicht gesagt, ich mache Dittos weg. Ich habe ja super viele Plätze frei. Ich wüsste nur nicht, was für mehr Emotes ich haben sollte. Ich finde auch, zu viel ist überfordernd. Kann überfordernd sein. So, was hast du für Schwächen, du Dratini? Resist Psycho, natürlich tust du das. Oh. Natürlich tust du das. Aber das ist doch meinem Hypno egal. Mein Schock. Sehr geil fand ich deine Ditto-Only-Challenge, weil du am Ende in der Ruhmeshalle alle Ditto vorstellst. Ja. Danke an Ditto! Und auch sehr geholfen im Kampf hat Ditto! Ich finde aber, also das war cool, ja. Das war echt sogar asozial schwer. Ich habe die Highlights vergessen, aber ich weiß noch, ich vermische das oft mit der Metronom-Challenge. Die Metronom-Challenge ist eigentlich noch cooler, weil da noch viel lustigere Sachen passieren können. Ich hatte so eine epische Metronom-Challenge in Schwert und Schild. Aber die ist nicht mehr auf YouTube. Bin ich jetzt tot. Gerade so. Aber den Kamezin und Purpur ist auch geil gewesen. Und habe ich eigentlich eine Ditto-Challenge gemacht? In Kamezin und Purpur? Nee. Ich habe angefangen, in Kamezin und Purpur die Challenge zu machen, keinen Schaden zu nehmen. Also das ganze Spiel durchspielen, ohne Schaden zu nehmen. Und ich bin sogar recht weit gekommen. Aber hatte dann keine Lust mehr. Weil es ist anstrengend. Es ist sehr frustrierend, dauernd Schaden zu nehmen. Ich hab gewonnen. Du hast nur eine Karte von mir. Oh! Oh Mann, das ist so stark. Achso, weil es wieder eine 30er-Attacke war. Ah, okay, okay, Moment. Ich habe trotzdem gewonnen. Ich habe trotzdem gewonnen. Das Video kenne ich sogar. Warum ist das nicht mehr auf YouTube? Du kennst? Nein, 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 nein. Du verwechselst was. Das kann gar nicht sein. Das ist die letzte verpassbare Trophäe gegen Ronald zu gewinnen. Tatsächlich sind die verpassbaren Trophäen gar nicht so schlimm. Die von der Champion Hall sind ein bisschen oder von der Challenge Hall sind ein bisschen gemein. Die muss man zu einem bestimmten Zeitpunkt machen, sonst verpasst man die. Aber wenn man das weiß, ist es kein Problem. Super Energy Retrieval. Hatte ich schon. Danke für nix. Das Ganze, also ich bezweifle sehr, dass du das Video kennst. Vielleicht habe ich auch eine andere gesehen, falls es mehrere Metronom-Challenge-Videos gibt. Ja. Ich habe ganz früher eine gemacht in Schwert und Schild und habe die einzelnen Folgen davon auf YouTube hochgeladen. Aber das war unfassbar viel Arbeit, die ich mir gemacht habe für nix. Weil ich habe die Metronom-Challenge in 8 Teile aufgeteilt und da war jeder Teil eine Stunde lang. Also es war nicht so geschnitten, wie ich heute Videos schneide, sondern einfach nur der Wort zusammengeschnitten, was unglaublich viel Arbeit ist, die man Zeit verschwendet. Und diese 8 Teile Metronom-Challenge von Schwert und Schild habe ich inzwischen gelöscht von YouTube, weil, naja, jetzt würden sich vielleicht Leute anschauen, damals nicht.
Und du hast wahrscheinlich die Metronom-Challenge in Karmesin und Purpur gesehen. Wo ich ein richtiges Video draus gemacht habe. Okay. Wir sind beim letzten. Und ich stehe immer noch zu meinem Psycho-Deck. Okay, Musik. Geh ab. Warum stehen denn da jetzt drei? Executive Clay. Ha! Executive Allison. Yes! Okay, haben die irgendwelche Bedingungen? War ja klar, dass da jetzt nicht nur der eine Typ wartet. Special requirements for our duel that you must uphold. I've heard so much praise about the Pokémon cards of Legend. You've undoubtedly heard about them. They are the following four cards. Moltres, Articuno, Zapdos und Dragonite. Put all four of these cards of Legend into your single deck. If you do that, I would be more than happy to have a duel with you. Ja, ich glaube, ich hab die gar nicht, du dummer Kerl. Das heißt, ich muss jetzt zuerst die Top 4 besiegen, um diese Karten zu bekommen. Gut. Cool. Dann muss ich jetzt die Top 4 besiegen. Das ist nur ein Kartenspiel, chill mal. Ja, schon. Ist jetzt Ishihira in ihrem Haus hier? Are you enjoying your Pokémon cards? I've returned from doing some quick investigations. I'm still a little busy. Okay, nein. Hallo Maurikun. Okay, Top 4 ist Pokémon Dome, ne? Hier stehen sie. Alle vier Top 4. Die muss ich jetzt besiegen. Dann habe ich die vier legendären Karten. Und mit den vier legendären Karten kann ich GR besiegen. Wow, ich gehe von links nach rechts. Vielleicht schaffe ich es heute doch nicht durchzuspielen, weil es sind vier kranke Kämpfe. Was? Muss ich eine 3 machen? Start the Final Cup. Okay. Ich mag die Musik und das Design auch mega. Auch wenn manchmal Karten oder Charaktere echt seltsam aussehen. Es ist einfach so simpel und einfach. Es ist einfach bewundernswert, mit wie wenig, wie viel du schaffen kannst. We are the Grandmasters, Keepers of the Pokémon Cards of Legend. Without defeating all four of us, you can't earn the Cards of Legend. Let's begin. First, you duel Courtney. Darf ich speichern? Nein? Oh Gott. Oh Gott. Darf ich zwischendrin speichern? Ich hoffe doch. Okay, die wird Feuer haben. Mein Psychodeck. Mach die fertig. Hallo Linus. Geile Musik. Das ist Mew ist einfach zu geil, einfach direkt einzusetzen. Aber was soll ich denn mit diesem Mewtwo von Anfang an? Das kann wenigstens angreifen. Losing. Vulpix verwirrt. Oh, ich erinnere mich.
Oh, wie ich mich gerade daran erinnert habe, diese hässliche, legendäre Lavados-Karte. Diese Animation gerade, erinnere ich mich aus meiner Kindheit, die hat so genervt. Die kann einfach jede Runde sich Feuerenergie geben. Einfach so. Das heißt, sie wird immer Feuerenergie haben, die ganze Zeit, solange dieses Lavados am Leben ist. Und das ist natürlich geskriptet von Anfang an in ihrem Team. Also ziemlich safe, dass sie das immer hat. Oh. Aber nichts gegen mein Mew. Klar, heil dich. Ah ne, sie hat sie nicht geheilt. Mewtwo wird so vorbereitet und dann wird es so schocken. Aber es ist noch nicht mal das geile Mewtwo. Ich paralysiere aber schon mal ziemlich gut. Nein, die bekommt die Energie nur einmal, wenn die Karte auf die Bank legt. Die bekommt nur... Echt? Warte, lass einfach mal gucken. Moltres. Fire Giver. When you put Moltres into play, put from 1 to 4 Energy Cards from your deck. Ah, okay. Du hast recht. Das heißt, sie hatte Pech, oder? Weil ich glaube, das sah so aus, dass sie nur eine Energie gekriegt hat. Also sie kann random zwischen 1 und 4 Energien kriegen. Jedes Mal, wenn sie das Lavados ins Team holt. Okay. Trotzdem schlimm. Sie hat mehrere Lavados und das nenne ich Cheaten. Das wird nervig. Psychoschock machen, das tut mir weh, dann ist alles kacke, aber dann kann ich mich heilen, aber dann, nee, wenn ich mir jetzt weh tue, bringt sie mich um und mein Mew ist zu süß, um zu bringen. Aber ich muss checken, ob ich es einwechseln darf. Yes! Was ist Psyblast jetzt nochmal? Flip a coin if heads and if the defending Pokémon has any energy cards attached to it, choose one of them and discard it. Genau, ich darf Energiekarten vom Gegner weghauen. Wenn es denn funktioniert. Okay, hol mal dein Lavados. Oder hast du jetzt schon so viel Energie auf deinem Lavados? Oh, ich habe Angst. Hol nicht das Lavados. Oh. Okay, okay, okay. Aber ich kann die Energie wegtun. Wenn ich darf. Wenn ich würfel. Wenn ich Kopf mache. Nein. Oh oh. Okay, immer noch nicht. Wie krass ist dieses Tier? Dive Bomb, 70. Shuffle your deck. Tolle Bedingung. 70 Schaden? Und nur 3 Feuer eigentlich? Oh, bitte. Kopf. Nein! 70 Schaden macht die Attacke von der. Oh, greift immer noch nicht an. Sie hat keine Feuerenergie. Komm schon. Unfassbar. Da habe ich diese Psychoschock-Attacke und dann bringt sie mir nur 30 Schaden. Okay, also sie kann mich nicht killen wenigstens. Und sie macht's nicht. Sie hat immer noch keine Energie. Und das ist mein starkes Mewtwo. Oh yeah. Was für ein Pech hat die? Oh, ich durfte eine Karte wegnehmen. Jetzt bringt's aber nichts mehr. Magma. Magma ohne Energie, aber sie holt sich die... Oh, sie holt sich die Karten, die sie gerade verloren hat, einfach wieder zurück. Sie hat wieder das Lavados. Smokescreen. Nervig. Komm schon. Blöd.
Natürlich holt sie sich wieder das Lavados. Eins. Zwei. Das ist in mein Gehirn eingebrannt, diese Animation. Drei. Wow. Allein die Energien reichen, dass ihr Lavados jetzt 70 Schaden machen kann. Noch ein Lavados. Eins. Zwei. Herzlichen Glückwunsch, Erster. Du warst das, glaube ich. Du hast es getriggert. Eine Chance von 1 zu 20. Oh mein Gott, Lotto spielen, jetzt. Und sie holt sich natürlich drei Feuerenergien einfach so wieder. Und sie holt sich einfach so wieder das Lavados. Oder ein Lavados. Und ein paar mehr Feuerenergien. Oh mein Gott. Du hast keine Chance. Nein, nicht complete recovery. Das nimmt alle Energien weg. Ich dachte, der lässt mich die Energien vielleicht auswählen oder sowas. Ich habe mich verklickt. Ich habe drei Psycho-Energien gerade verloren, dafür, dass ich 10 KP geheilt habe. Da will man einmal, dass ein Münzwurf nicht klappt. Ich schaffe das trotzdem. Ich habe meinen 50 Schaden. Mewtwo. Dass ich jetzt langsam holen muss. Ich kann nicht. Oh je. Viel zu gefährlich. Die bereitet ungefähr drei Lavados mit 70 Schaden zu. Ja, vor. Ah, Switch. Hoho. Mewtwo, Hypno, was nehmen wir? Mewtwo. Super Psy. Jetzt kommt Moltres und macht direkt 70 Schaden, oder? Du hast doch bestimmt jetzt einen Moltres komplett vorbereitet. Oh, nur zwei Energien. Das ändert sich jetzt. Oh. Sie hat nicht dem Lavados die Energie gegeben, um mir 70 Schaden zu geben? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Okay, dann hole ich jetzt deinen Ponita raus. Und mach das mit einem Schlag tot. Komisch. Warum hat die ihr Lavados nicht einfach drei Feuerenergie gegeben? Machst du es jetzt? Nein? Hä? Was hat es denn für einen Nachteil, einfach mit Lavados 70 Schaden zu machen? Warum macht die das nicht? Das ergibt null Sinn. Sie hat keinen bösen Plan. Das macht keinen Sinn. Immer noch nicht. Was bereitet die denn vor? Tschüss. Und jetzt holt sie Magma. Magma ist halt nervig wegen dem Smogscreen. Ist doch gut, wenn sie verkackt. Ja, aber ich will doch auch, dass ich das verdient habe. Warum greift sie nicht mit dem Lavados an? Das ist Psycrash. Ja, bringt nix.
Oder ist ein neues Lavados? Jetzt zögert ihr den Kampf heraus. Ich habe noch... Sie hat noch alle 6 Preise. Ich habe nur noch einen. Was ist bei ihr schiefgelaufen? Jetzt könnte er vorbei sein, der Kampf. Jupp. Komischer Kampf. Vielleicht ist das einfach noch die alte KI aus dem ersten Teil, die komisch ist. Die hätte mich so fertig machen können mit ihrem Lavados. Lass mich bitte speichern. Ja, would like to change my deck und heimlich speichern währenddessen. Okay, jetzt können wir weitermachen. Es fühlt sich so komisch an, aber es ist auch klar, dass man das Deck ändern sollen dürfte. Okay, da ist wahrscheinlich Elektro. Wieder das Mewtwo. Das ist ein anderes, ne? Ne, das ist das geile Mewtwo. Oh mein Gott, das ist das geile Mewtwo. Elektek ist aber gemein. Elektek kann, glaube ich, 30 Schaden machen. Okay, der steht irgendwie auf Fossilien, warum auch immer. Nein! Oh, oh, oh. Dann, wenn er mich jetzt paralysiert, kann ich zu Kadabra machen und mich dadurch entparalysieren. Ich könnte mir ein Traumato holen. Und das jetzt paralysieren. Yes! Jetzt ziehe ich eine Energiekarte und hole mein Kadabra raus, das 50 Schaden machen kann. Wodurch Elektek einfach drauf geht? Komm schon. Psycho! Yes! Oh mein Gott! Elektek weg! Das ist besser, er kann es nicht laufen. Wenn er. Ist das seine letzte? Das ist seine letzte Pokémon-Karte. Und er hat keine neue aufs Deck. Er hat keine neue eingesetzt. Das heißt, ich habe gewonnen. Manchmal ist es insane. Tja, Steve. Jetzt kommt Jack. Mein Psycho-Team ist unbesiegbar. Ich glaube, der hat Wasser. Wahrscheinlich aber besteht sein Deck aus 10 Lapras. Nein, mehr als 4 geht nicht. 4 Lapras. Wieder mit Abra an, das war gerade gut. Wir haben schon die ganzen guten Basics. Wir haben das Mew, wir haben das Abra, wir haben Darkadabra schon da, wir haben Traumato. Alles gute Karten. Ich darf anfangen. Das haben wir gleich. Oh, dieses Scharniere. Moment, bist du resistent gegen meine Attacken? Aber ich kann nicht paralysieren. Aber ich habe gleich Hypno, keine Angst. Oder Darkadabra. Darkadabra kann 30 Schaden machen und ignoriert einfach dein dickes Scharnierer-Fell, Haut, Schuppen. Eierschale. Mewtwo. Und ich glaube, ich kann das sogar jetzt schon, weil Kadabra nur 2 braucht. Oh mein Gott, mein Deck ist so crazy. Mindshock, 30 Schaden gegen Scharnierer. Leider ist dieses Darkadabra halt super. Hält nicht viel aus, nur 50.
schau, da war das Lapras. Und wieder Super Energy Removal. Oh. Und er hat Articuno natürlich. Der andere hatte gar nicht Zapdos. Vielleicht ist es doch nicht. Wie, Articuno kann jederzeit, wenn es Bock hat, mich paralysieren? Cool. Aber das hätte mich gerade fast eingeschläfert, dann wäre die Paralyse weg gewesen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen doof. Wollen wir dieses Mewtwo vorbereiten? Was ist es für eins? Nee, ich muss dieses Dark Kadabra weiter benutzen, damit Chanera weggeht. Oder ich ziehe die Telekinese Mewtwo-Karte. Dann ist mir das Chanera egal. Aber das Chanera wird bald Probleme machen. Double Slap 20. Oh, das wird so nervig. Oh, das wird so nervig. Er kann mich jede Runde paralysieren. Oh, das wird so anstrengend. Aber jetzt werde ich eingeschläfert und jetzt wache ich wieder auf. Ah, Mist. Gust of Wind, das bringt mir gerade gar nichts. Schissel. Das Chanera horcht an einem Ei, um zu schauen, ob es schon bereit ist, als Eierbombe benutzt zu werden. Denn nur befruchtete Eier werden als Eierbombe benutzt. Wach auf, Kadabra, wach auf. Scheiß. Lustig aber, dass er mich nicht paralysiert, wenn ich schlafe. Aber sie schläfert mich ein, wenn ich paralysiert bin. Oh, Double Slap Time. Das ist nicht gut. Darauf. Oh mein Gott. Jetzt wird... Ich weiß gar nicht, was ich vorbereiten soll, weil die können alle nicht... sobald ich ein normales Pokémon hole, habe, kann ich mir ein Hypno holen. Okay. Au. Au, 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 au. Jetzt wird's nervig. Articuno. Bye, Runny. Wieder ein Konzert. Viel Spaß. Viel Spaß. Sag kurz, welche Band. Oh Mann, ich brauche alle. Sonst könnte ich jetzt Computer Search benutzen, aber ich will die alle behalten. Imminence. Okay. Viel Spaß. Tu mir nicht weh. Welche Arme? Mit welchem Armen? Das Ding hat Stubbelärmchen. Okay, jetzt kann ich zumindest ein Hypno holen. Mit dem ich jetzt wieder Schaden machen kann. Lustigerweise schläfert sie mich auch nicht mehr ein und paralysiert werde ich auch nicht mehr. Also, aber retreaten kann ich wahrscheinlich auch nicht, weil ich brauche 3 Karten, um zu retreaten. Okay. Das ist einfach mein Sandsack hier. Mein Mewtwo. Okay. Thank you.
Wenn du mich umbringst, dann kommt jetzt ein Hypno. Und das willst du nicht. Also schleife mich ein. Okay. Haha. Das hat Angst vor Hypno. Good job, Mewtwo. Solche Pokémon muss es auch geben. Hat er was? Was hat er eigentlich für Krabi, Lapras? Okay. Ja, ich muss dieses Chanera wegkriegen. Das ist zu. Aber ich könnte es auch einfach einwechseln. Lapras braucht nur zwei Wasserdinger, um nervig zu sein. Er braucht drei Wasserdinger. Der benutzt es aber nur im Hintergrund für Quick Freeze. Kostet Quick Freeze was? When you put Articuno into play. Ach, nur wenn er Articuno rausholt wieder, gilt Quick Freeze. Okay, gut. Ich könnte halt jetzt Krabi umbringen. Aber das paralysiert, das nervig. Ich will halt Krabbis vielleicht umbringen, bevor sie zu Kingler werden. Oder Lapras, bevor es... Aber Lapras bringe ich lieber mit sowas, mit einem 50er Schaden dann um. Krabi braucht 1 zu retreaten, Lapras braucht 2 zu retreaten. Ich könnte mir auch das Articuno holen und das einfach umbringen. Damit der ja nicht erst Ice Breath macht. Das 40 Damage to one of your opponent's Pokémon chosen at random. Das ist creepy. Ich glaube, ich hole Articuno und mache das einfach fertig, weil er kann es nicht zurückziehen und er braucht ewig, dass es angreift. Das mache ich. Gust of Wind. Articuno. Let's go. Hallo, Inspektor Xito. Dankeschön für deinen Raid. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Purp. Purp. Hallo. Hallo. Ben, nicht verfügbar. Hallo. Hallo Xito. Hallo. Herzlich willkommen zu TCG Nummer 2. Wir sind bei den Top 4 und müssen gegen legendäre Karten kämpfen. Aber das kriegen wir hin. Wie ihr seht, wird das ein Pipifax. Ich brauche nur ein Kadabra, das ich mir holen könnte, wenn ich eine normale Karte mal ziehe. Ich würde sagen, meine Taktik, die ich gerade offenbart habe, ist großartig. Wobei er dann vielleicht das Articuno wiederholen kann und mich paralysieren kann. Egal. Energy Removal, das ist asozial. Hallo Kikik, hallo. Heute Abend kein Zelda, oder? Nee, ich... Zurzeit schneide ich immer das Gen 7 Video. Ach, zwei Karten brauche ich, stimmt. Oh, nö. Hallo, Skyhaven. Heaven. Jetzt hör doch auf, mir Energie wegzunehmen. Er hat die Energie Mew weggenommen? Warum? So unnütz. Jetzt kann ich dich angreifen. Was gab es denn bei Xito? Er switcht, bevor ich Articuno umbringen kann und placed ein neues Articuno, um mich zu freezen. Oh. Anstrengend, aber sie kann mich nicht umbringen. Nope. Doppelärmchen, Double Slap. Komm, jetzt gib mir was. Gut. Dieses Abra wäre so ready, wenn ich mir denn... Das mache ich gleich. Gleich ein Kadabra hole. Wir waren Schnecken. Sea of Thieves Gameplay. Da wart ihr Schnecken. Das neue Schnecken-Update.
Ich weiß nur eins von Sea of Thieves, dass es von Rare ist. Und Rare ist war einer der besten Spiele-Entwicklerstudios ever, denn sie haben sowas Grandioses wie Banjo-Kazooie und Conker's Bad Fur Day und andere grandiose Spiele gemacht. Diddy Kong Racing, James Bond. Okay, Mist. Ich muss jetzt. Kadabra holen. Und ich will meinen Hypno nicht verlieren. Deswegen retreat ich das. Und hole nicht Kadabra, sondern Rosana, das länger aushält. Nur um Hypno nicht zu verlieren, weil nur Hypno kann Chanera besiegen. Ich weiß nicht, auf was ich jetzt warte. Oh. Wenn wir was in seinen Chat schreiben, spawnen wir in seiner 3D-Welt. Als Schnecken. Sehr gut. Das ist ein geiles Mewtwo, das ich nicht auf die Bench packen kann, aber das ist das Geile, Mann! Was mache ich jetzt? Dieses Chanera macht mich fertig. Ich kann jetzt Kadabra rufen und safe 20 Schaden machen. Aber das muss ich dreimal einsetzen. Oder ich rufe Hypno, kann safe 30 Schaden machen. Muss es zweimal einsetzen. Und muss somit einmal hoffen, dass es mir 0 Schaden macht. Aber es wird mir sicher Schaden machen. Ich meine, Chanera gilt ja eigentlich als Entwicklung, weil Chanera ist eine Entwicklung, nur halt nicht hier. Dann könnte es mal Mew nichts anhaben. Und ich brauche das Kadabra noch, um alles andere einfach wegzukillen. Aber ich will meinen Hypno nicht verlieren. Okay, ich verliere meinen Hypno. Beste Karte. Vielleicht habe ich ja... Oh, ich muss Mindshock auch dreimal machen. Vielleicht habe ich ja das krankeste Glück der Weltgeschichte. Nein! Ist das Game Boy? Das ist ein Game Boy-Spiel, ja. Das nur in Japan rausgekommen ist. Jetzt kommt die Potion. Komm. Und jetzt bringst du mir richtig Glück. Oder er wechselt jetzt ein, weil er ein Angsthase ist. Nee. Okay. Das kann ich heilen, das ist okay. Bereiten das unschlagbare Mewtwo vor, heilen uns, bringen endlich dieses Chanera um. Nehmen die erste Karte erst, oh Gott. Aber ich habe einen Switch, geil. Und jetzt, oh Gott, dieses Lapras hat 3 Wasser. Warum hast du 3 Wasser? Du brauchst nur 2.
Oh, damit du jetzt 30 Schaden machst. Okay, blöd. Ja, blöd. Ich kann dich nicht umbringen mit einer Attacke. Ich kann mein Kadaver doch jetzt nicht verlieren. Aber ich kann dich auch nicht zurückziehen. Also ich will nicht. Und Mewtwo hält auch nicht viel aus. Ich muss Kadaver opfern. Das wird noch ein sehr langer Kampf. Er hat schon so viel von mir umgebracht. Er muss nur noch einen Mon umbringen. Okay, ich habe keine Chance. Das ist, wird niemals funktionieren. Vor allem, weil ich keine Energie gezogen habe. Niemals wird das funktionieren. Wie krass sind diese Pokémon vorbereitet? Okay, dann. Gut, jetzt kann ich von der Bank das Lapras umbringen, das ist wichtiger, Gott sei Dank, okay. Aber die Krabbis sind auch gefährlich. Solange er jetzt nicht dieses Articuno zurückruft, gewinne ich jetzt. Aber er wird wahrscheinlich irgendeine Karte ziehen, mit der er dieses Articuno einfach ausswitchen kann. Oder auch nicht. Dann bringe ich jetzt das andere Articuno um. Weil das hätte ich aufsparen können, das tut mir nichts. Ich ziehe das geile Mewtwo. Hat der überhaupt Kingler-Karten? Kann das Magikarp umbringen? Geil. Scheiß MK. Scheiß Magikarp. Nein, ich mag's. Ich mag's. Aber hier ist es gerade schönes Kanonenfutter. Oh, hat er nicht gesagt. Ich habe sogar nur noch zwei Preise und es sind zwei Krabbis. Also ich kann es sowas von schaffen jetzt. Indem er noch ein Carpador ruft. Hast du nicht dazugelernt? Okay. Ich schaff das. Außer irgendwas Komisches passiert, wie Aurora Veil. As long as Articuno is your active Pokémon. Ist es aber nicht. Muss ich gar nicht weiterlesen. Dein Articuno ist nicht aktiv. Kann ich jetzt einfach ein Krabi umbringen? Gleich. Hoffentlich passiert jetzt nicht irgendwas super Seltsames. Wow. Ich habe 6 Pokémon hintereinander von ihm einfach besiegt. Am Stück, während er nur noch eins von mir hätte besiegen müssen. Diese Telekinese von Mewtwo ist insane. Nice. Letzter Kampf jetzt. Was ist letzter Kampf? Feuer, Elektro, Psycho wahrscheinlich. Ist der Psycho? Nee, Dragoran. Ist der normal? Ist das Red? Er heißt Rod. Oh Gott. Er heißt Rod. Ah ne, gegen ihn muss ich kämpfen. Ich bin doof. Bist du Pflanze? Rod? Muss Pflanze sein, oder? Hey, Mr. Rod. Dragon-Themed-Deck. Oh. Was ist denn ein Dragon-Themed-Deck? Es gibt nur Dragoran. Aber da wird sie das merken. Ist okay. Soll es nur platschen. Sweet.
Warum bist du resistent auf Geist? Okay, es macht Sinn trotzdem. Yeah, nein. Oh oh. Noch habe ich Zeit. Wenn ich hätte. Wenn wird es die Konfusion weggenommen? Ja. Ich hätte die andere Sache machen sollen. Krass, wir aber nicht. Yeah, wir nur Kopfwürfelt. Okay, dieses Kadabra ist ready und kann 30 Schaden machen. Es wäre trotzdem schön, wenn du noch selber Schaden nimmst. Aber das kann ich auch, wenn ich auf der Bank bin. Jetzt tut dir weh. Tut nicht mehr weh. Okay, er nimmt. Er hat auch Glumanda, das heißt auch Glurak am Ende. Er tut sich wieder nicht weh. Unfassbar. Dann bereiten wir mal dieses Mewtwo vor. Will ich den killen? Weil er ist nicht so schlimm. Schlimmer ist vielleicht Rapdratini. Rapdratini und Charmander. Okay, machen wir es weg. Es paralysiert mich. Mit Rap. Okay. Ein Mew. Mewtwo wird vorbereitet. Wie viel brauchst du, Mewtwo? 3. Aber der Psyblast ist nicht stark genug. Wir müssen dieses Kadabra behalten für die ganzen Dratinis. Außer ich ziehe dich jetzt zurück auf Charmander, aber der kann mir 30 Schaden machen. Oh Gott. 30 Schaden halte ich nicht aus. Vielleicht macht er das jetzt. Das wäre fatal, denn ich kann den Dratinis nicht wehtun. Oh Gott, er hat einen Kangama. Kangama ist kein Drache, Mann. Okay, ich bin nicht paralysiert. Es läuft. Aber der ruft jetzt safe Glumanda und bringt mich um. Ah, da mache ich Gust of Wind. Aber er darf schon angreifen. Aber, wie ich hier gerade sehe, habe ich einen Pokémon Trader gezogen, aber der geht nur mit Pokémon-Karten. Ich hoffe ja, dass er irgendwie jetzt Glumanda zu Glutexo macht, weil dann kann ich Mew rufen und dem Mew kann er dann nicht wehtun. Ey, Kangama. Vielleicht macht er auch Kangama. Vielleicht ist er auch programmiert, dass er versucht, einen Glurak zu kriegen. Und deswegen holt er Kangama. Was mir recht ist, weil der kann mir nicht wehtun. Der muss Glutexo-Karten haben, damit er einen Glurak hat, oder? Er holt sich Glumanda und drückt mich um. Schade. Blöd gelaufen. Außer hätte ich es natürlich auch gemacht. Soll ich es verwirren? Komm, ich verwirre es. Ich brauche eh noch eine Runde. Ich kann mir... Ah, es bringt mich trotzdem um. Aber so bringt es mich auch so um. Wenn ich mich heile, muss er die Feuerenergie wieder hergeben, um mich umzubringen. Vielleicht hat er keine Feuerenergie.
Komm schon. Yes! Es läuft. So viel, es kann alles passieren. Okay, er macht Scratch. Tut sich selber weh dabei. Er hat keine Feuerenergie sich gegeben. Ich kann mein Mewtwo endlich aufleveln. Ich kann meinen Pokémon-Trader holen, Abra austauschen und kann mir das geile Mewtwo holen. Wenn es hier ist. Was ist das? Ja, das hier. Und wenn das ready ist, dann geht's richtig ab. Jetzt tut er sich wieder selber weh. Und alles ist gut. Ich meine, es kann sein, dass er keine Glutexo-Karte hat, sondern nur einen Pokémon-Züchter. Mit Pokémon-Züchter kannst du die Entwicklung überspringen. Du gehst direkt auf Glurak. Schade. Er hat sich tatsächlich extra dafür jetzt einen Ember geholt. Aber dafür mache ich dich jetzt fertig. Und jetzt ruft er Kangama und kann mir dann wieder nicht wehtun. Mann, ich kann ihm nicht wehtun. Das bringt auch nichts. Aber es läuft nicht so schlecht. Jetzt läuft es schlecht, weil dieses Dragonier mich einfach sowas von... Oh mein Gott, 2x30? Yes! Ich muss nur mein anderes Mewtwo vorbereiten. Alles, jetzt habe ich Kadabra. Ich könnte Gust of Wind machen. Auf Charmander. Den kill ich sofort. Ne, nicht sofort, aber... Kangaskhan ist resistent, Dragonier ist auch resistent. Gust of Wind, Glumanda, du wirst niemals einen Glurak haben. Für 10 Schaden extra jetzt eine Doppelenergie verschwendet? Ich weiß ja nicht. Ich brauche nur langsam Energiekarten, sonst wird das jetzt hier eng. Nice. So, jetzt sind wir wieder vor dem gleichen Problem. Oh, Hyper Beam, was? Du kannst... Warum nur 20? Was ist das für eine krasse... Was ist das für eine Attacke? Warum? Hyper Beam. If the defending Pokémon has any energy cards attached to it, choose one of them and discard it. Was? Du hast mir Energie weggenommen? Okay, dieses Dragonier ist schrecklich. 20 Schaden, aber dafür hast du mir eine Energiekarte weggenommen. Ah, oh, ich kann ihm eh nicht wehtun. Das ist okay. Aber weißt du, was ich jetzt dafür mache? Dummes Dragonier. Ich bleib noch hier. Wenn ich mein Mew rufe, mein Mew kann er nicht wehtun. Wegen der Fähigkeit. Aber er kann meinem Mew dann die Energie wegnehmen. Deswegen bleibe ich noch bei Mewtwo. Ich kann eh die Energie von Mewtwo nicht gebrauchen, weil alle seine Pokémon... Wobei, er hat jetzt 2 Sichlor. Den kann ich auch so wehtun. Aber an die komme ich nicht. Bleib mal hier. Complete Recovery. Es stimmt, ich kann auch noch Complete Recovery machen. Aber vielleicht macht er jetzt schon, reicht es? Ja, er könnte mich jetzt mit dieser Doppelattacke umbringen. Mal schauen. Ich hätte Recovery machen sollen, ich Trottel. Okay, aber ich überlebe. Dann mache ich jetzt Complete Recovery. Dann kann ich es noch länger hinauszögern. Dieses Mewtwo ist jetzt ready. Dann mache ich das Abra noch ready. Und dann bin ich komplett ausgestattet. Jetzt heile ich mich. Halte noch länger aus. Oh mein Gott, die Taktik. Dieses Team ist perfekt. Außer, dass ich normal Pokémon keinen Schaden machen kann. Noch eine Energie für Kadabra.
Ich könnte auch schon einwechseln. Warum jetzt noch warten? Aber ich will auch irgendwie nicht einwechseln, weil dieses Dragonier meinem anderen Mewtwo ja so sacken wehtut. Er kann dieses Mewtwo sofort umbringen. Deswegen bringe ich wahrscheinlich eher Pokémon auf der Bank um mit diesem Mewtwo. Und das, ob ich das jetzt mache oder später, ist auch egal. Telekinese. Naja, nur was bringe ich um? Pff. Nee, ich muss Dragonier-Schaden machen. Dann kann ich mit Kadabra wenigstens 20 Schaden machen. Ich sollte wenigstens jetzt 2x 30 Schaden machen auf dieses Dragonier. Dann kann ich es mit Kadabra umbringen. Und dann kommt Kangama. Boah. Wie soll das gehen? Ich brauche noch 2 Karten. Bitte nur eins oder keins. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Okay, das probieren wir nochmal. Mit Mew, dem kannst du jetzt nichts anhaben. Ich kann dich paralysieren. Okay. Das zögert alles nur hinaus. Irgendwie muss dieses Dragonier weg. Das ist schrecklich. Was? Woher kommt der Achso, das ist das andere. Ich habe noch dieses Mew mit Mystery Attack. Das kann auch sehr interessant sein. Und dieses Mew mit Psyblast. Das könnte mir jetzt mit dieser Hyperbeam-Attacke die Energie wegnehmen. Das wäre jetzt nervig. Aber nicht super schlimm. Aber er macht nichts. Okay. Abra. Dann bereite ich das andere Mew vor. Weil das ist interessant, das kann auch den Gegner verwirren und sowas. Einfach alles random. Wie viele Karten haben wir noch? Nicht, dass das bald zu Ende ist. 27, okay. Ich meine, auf was warte ich? Ich kann gerade eh nichts mehr. Ich kann natürlich noch hoffen auf andere krasse Karten. Ich glaube, dann rufe ich jetzt dieses Mew. Auf eine Mystery Attack. Vielleicht ist es verwirrt und dann kann ich es mit Kadabra umbringen. Oh Gott. Aber das Problem ist, es kommt. Ja, es ist verwirrt. Aber es kommt halt danach noch Kangama. Aber das kann mir wenigstens nicht wehtun. Nice. Noch einmal. Dann kann Kadabra es killen. Beziehungsweise vielleicht mache ich auch coolen Schaden. Nope. Es ist vergiftet. Yes. Oh Gott. Nice. Dann muss ich gar nicht Kadabra holen vielleicht. Er hat Dragoran draus gemacht und alles geheilt. Und wie kann es denn sein, dass du jetzt Dragoran ziehst, in dem Moment, wo ich dich vergifte? Oh mein Gott. Healing Wind Power. Rod is thinking. Healing Wind Power heilt alles 20? Und hat immer noch die 30er Slam. Wow. Hey, vielleicht haben wir jetzt Glück und ich hab nochmal, ich zieh nochmal Gift oder so. Krank. Auch das kann mein Mew nichts anhaben. Komm schon, Gift. Gift ist das Geilste. Nichts. Oh, ich wurde geheilt. Mystery, okay. Was ist diese Mystery-Attacke, ey? Alles kann passieren. Aber ich habe ihm 10 Schaden gemacht. Heißt es, das ist nicht mehr resistent gegen Psycho? Warum sollte Dragoran jetzt nicht mehr... Oh mein Gott, es macht nicht mal Schaden. Moment, zeig mir dieses Dragoran.
Dragoran ist nicht resistent gegen Psycho, weil es fliegt. Weil es ein Flugmon ist. Tja, dann. Kann ich dir jetzt sehr wehtun gleich. Hallo, was machst du? Hallo Gurke, ich spiele Pokémon Trading Card 2, die Rache von Team GR. Ist doch klar, was ich mache. Okay. Danach kommt leider Kangama. Und dann haben wir wieder ein Problem. Gott, war das ein anstrengendes Dragonier, Dragoran, alles Mögliche. Aber das war... Ja. Krass, dass Dragoran dann so anders ist. Aber ist es ja auch. Er nimmt tatsächlich zuerst Sichlor und jetzt Kangama? Warum? Sichlor hätte ich fertig gemacht, schade. Das Kangama wird jetzt schwierig. Wir haben 50er Schaden, Mewtwo. Ja, wie viel braucht er noch? Er braucht noch zwei Karten, ich brauche noch eine Karte, okay. Er kann gleich Komet Punch machen. Kann ich irgendwas Supergeiles jetzt machen? Kann ich irgendwie... Mit dem kann ich gleich 50 Schaden machen, mit dem Kadabra kann ich auch schon 50 Schaden machen. Sobald ich Gust of Wind ziehe, kann ich seinen Sichlor umbringen. Aber erst dann. Okay, ich muss einfach hoffen, dass er jetzt nicht Komet Punch macht und mein Kadabra ganz lange überlebt. Ich hätte fast keine Energie eingesetzt. Er hofft auf eine Doppelenergie. Energy Removal. Ist die Frage, ob ich die jetzt, ob ich jetzt Kangama die Energie wegnehme oder dem Sichlor, was er jederzeit rufen könnte. Warte, kann er es jederzeit rufen? Nee, er kann es erst rufen, wenn er eine Karte hat oder 3 Energie auf Kangama. Aber dieses Sichlor macht halt 30 Schaden. Was nicht super schlimm ist. Ich nehme Kangama die Energie weg, dann kann er Sichlor erst gar nicht rufen. Kill es! Ich kille, ich kille! Wir haben es gleich, wir haben gleich die Top 4 besiegt. Und zwei davon waren ein Witz. Und die zwei anderen waren richtig anstrengend. Nicht so anstrengend wie Cody, aber gestern. Cody war ganz, ganz schlimm. Bitte zieh es jetzt nicht irgendwie... Okay, er hat einen Glurak sich geholt, was dir gar nichts bringt. Okay, er macht nichts. Das war's. Oh, alle First Try. Ich musste nicht neu starten. Oder? Nee. Einen Wassertypen haben wir auch. Ja, nee. Wo ist meine Trophäe? Amazing. Da ist die sehr komisch aussehende Lavados-Karte. Die coole Zapdos-Karte. Big Thunder. Die coole Articuno-Karte. Articuno. Und die Dragoran-Karte und die Trophäe für alle 4 Karten. Do your best. I will. I did it. Das heißt, ich könnte jetzt noch schauen, ob ich wirklich... Oh, ich muss sie jetzt im Deck haben. Oh Gott, ich muss sie im Deck haben.
Dragoran ist normal. Soll ich mir da noch Energie holen, dass ich die einsetzen kann? Nee, oder? Die sind einfach wegschmeißbare Karten. Was soll ich denn? Ich müsste das krasseste Deck jetzt bauen dann. Oh. Die da. Eins. Dann Elektro. Die hatte ich, die Karte. Und die ist cooler. Dann Artik. Lavados. Welche vier Karten gebe ich her dafür? Alle zu gut, die Karten hier. Ich sollte eigentlich zwei von den Kadabras haben. Alakazam. Ist halt, Alakazam ist krank, weil die letzte Attacke switcht einfach den Schaden, den ich habe, mit dem Gegner. Also switcht einfach Schaden. Aber du kannst halt nicht wirklich selber Schaden machen. Okay, ich habe Slowpoke, die brauche ich nicht, die habe ich nie eingesetzt. Obwohl Slowbro cool ist. Ghastlies habe ich nur, um schnell angreifen zu können. Dann habe ich eben Drowsy und Hypno. Und Jinx. Und Mewtwo. Ist dieses Psyblast Mewtwo überhaupt cool? Machen wir das doch weg und holen uns dafür das andere. Und dann vielleicht mal ein Mew weniger. Das Rosana nehmen wir auch nicht wirklich. Okay, das wird jetzt komisch. Ich habe jetzt echt wenige Pokémon. Okay, ist jetzt Ishihara? Gibt sie uns jetzt was? War damals meine erste Holo-Karte. Ich habe keine Ahnung, welche meine war. Ich habe immer noch in meinem Ordner Zapdos Holo, Nidoqueen Holo, Chanera, nee, Pixie. Ich hatte auch einen Glurak. Ich habe die Story schon viel zu oft erzählt, aber ein Älterer hat mit mir um die Glurak-Karte gespielt und mich besiegt und mir die Glurak-Karte weggenommen. Das war der Deal, aber er hat natürlich mit seinem 3 Jahren älter mich eingeschüchtert und gesagt, dass die Karte, die ich kriege, viel besser ist als die Glurak-Karte, die ich hatte. Dass es ein guter Deal ist, so. War es nicht. So war das damals. Knallhart. Muss ich mit dem so reden? The Finale. Mal schauen, wie schwer das wird. GR Executive Clay. Alle sehen aus wie Ash oder wie Tsubasa. Coolen Zapdos. Dann nehme ich mal Zapdos. Das ist einfach Kanonenfutter jetzt, die legendären. Aber es ist auch cool, dass sie einen zwingen wollen. Schaffen sie bei mir nicht. Mit einem legendären Deck zu kämpfen. Aber dann gib mir ein legendäres Deck. Ich weiß nicht, wie ich das bauen soll. Ist doch schrecklich, ein Deck zu haben mit wo ich 4 Energiekarten brauche. Oder 3. Wir bereiten einfach dieses Mewtwo vor. Aber habe ich nicht coole Pokémon Power? Peel of Thunder? When you put Zapdos into play during your turn, do 30 damage to a Pokémon other than Zapdos chosen at random. Ist das passiert? Oder wirkt das einfach nicht in der ersten Runde? Das ist nicht passiert, oder? Zählt es nicht? Dann hätte ich das natürlich nicht als erster Stelle genommen. Wie? Das zählt nicht?
Weiß ich, wenn ich Lavados jetzt ins Team hole? Hole ich mir dann eine Feuerenergie aus dem Nichts? Wahrscheinlich nicht. Dave, du bist ein Mobile. Hallo. Ich brauche irgendwie Switch oder irgendein Wunder, dass ich dieses Zapdos hier wieder wegkriege. Bei uns in der Schule haben wir uns auch ständig gegaslightet. Nur damals gab es den Begriff noch gar nicht. Das Schwein hat mich einfach abgezockt. Weakness. Ich mache dir 100 Schaden, Fleckmon. Ich mache dir 100 Schaden, wenn ich mit meinem Mewtwo angreifen darf. Habe jetzt schon 3 Pokéball Magiana, aber kein weiteres Zeraora. Du, dann funktioniert das nicht. Warum willst du das denn so unbedingt machen? Ich habe mich nur kurz gewundert. Ich meine, ich habe ja schon kurz probiert, es auch nachzumachen, aber es hat nicht funktioniert. Also ich habe schon lange aufgegeben. Wir wissen einfach zu wenig darüber, was mein Account damals gemacht hat. Das ist ein Sass-Lamus. Oh, geiles Glutexo. Ja, es ist wirklich dieses... Es ist echt dieses Blackmon-Gesicht. Fickle Attack. 40 oder nicht? Krass. Reel in. I just shuffled the deck, weil ich habe keine Feuersachen. Warte ich jetzt, bis Zapdos drauf geht? Ja. Bereit alles andere vor. Ich komme aus einer anderen Timeline, da gab es das schon. Den Begriff Gaslighten, der ist 2 Jahre alt oder so, der Begriff. Der Begriff. Es zu tun natürlich nicht, aber der Begriff. Bereiten unsere Pokémon gerade viel zu krass vor. Es wird so ein Gefecht der Giganten gleich. In English, please. Ja, das war das. Das hat immer getriggert. In English, please. Es kann sein, dass ich mit meinem Account damals zum Event kurz online war. Es kann sein. Aber es ist trotzdem seltsam, dass das dann triggert schon. Weil ich habe sicher nicht das Event 2-mal gemacht. Vielleicht war ich online mit meinem Account zu der Zeit, was eine Woche war, was krass wäre. Aber ich habe nichts, auch nur ansatzweise bei dem Event überhaupt mitgemacht mit einem anderen Account. Aber ja, das ist das Einzige, was es noch erklärt, dass ich halt zu der Zeit irgendwie online gegangen bin. Mit meinem zweiten Account. Weil es war ja mein anderer Account einfach, mit dem ich manchmal andere Spielstände einfach habe. Aber das ist lange her. Aber ist ja auch egal.
willst du unbedingt ein zweites Zeraora? So toll ist es auch nicht. Es ist mega Zeraora gibt. Dann braucht man zwei. So, ich darf endlich kämpfen. Bist du, kleiner Fratz, auch Weakness? Ja, oh Gott, die sind alle fertig. Oh Gott, die sind alle fertig. Die machen mich alle fertig jetzt. Aber nicht ganz. Ich mach zuerst fertig. Warum habe ich kein Abra? Oh, Hypno. Moment, du stirbst nicht von meiner Attacke. Ich muss dich weggasten. Oddish. Dark Charmeleon ist gefährlicher. Jetzt besiegt er leider dieses Mewtwo, aber hey, ich habe noch eins. Hello! How are you? Ich will doch nur ein Abra. Er hat aber auch crazy Energiekarten. Querbeet. Machen das Profis so? Oh, bringt die Potion was? Bringt die Potion was? Du kannst 20 Schaden machen. Ja, bringt was. Warum wählst du das Pokémon, das ich mit einem Schlag töten kann? In deiner Bank. Das kann nicht wirklich angreifen und hat eine Schwäche. Habe ich auch. Ups. Ups. Hammers, Oddish, solange es mich nicht killt, was es wahrscheinlich tut, weil es einfach Poison Powder macht. Yep. Bra. Was für ein Abra habe ich? Ich habe doch nur das Dark Kadabra. Verdammt, es macht nur 30. Wir haben es gleich. Nein, Enteron. Hast du keine Psychoschwäche? Du hast eine Elektroschwäche wahrscheinlich. Jetzt wechsle ich hier dauernd hin und her, um den Unausweichlichen zu entgehen. Jetzt hat er einen Duflor. Wechsel jetzt nicht auf das Duflor. Oh mein Gott. Cheater.
Energy Removal. Du darfst nichts machen. Er ist selber confused. Und gewonnen gegen den ersten der drei Endbosse. Fertig. Er war nicht schwer. Er war okay. Aber ich glaube, weil ich sehr schnell seinen Glutexo weggemacht habe. Er war aber auch nur nicht schwer, weil ich mich ewig vorbereiten konnte, dank der legendären Karten. Okay, krasses Machomai. Coole Ammonitas-Karte. Hier haben wir die gebannte Slimer-Karte, die nur in Japan existiert hat. Ratet mal, warum. Und ja. Pantimos Assault. Passend. Oh, eine Kabutops-Karte. Süße Evoli-Karte. Bitte lass mich speichern. I use one of three special rules against my challengers. The first rule is tough escape. All Pokémon retreating to the bench pay one extra energy card. Okay, nicht retreaten. Pokémon normally paying one energy to retreat must now pay two. Ja, okay. Second rule is black hole. All cards placed into the discard pile are removed from the game. Okay, man kann nicht... Also ein, zwei Karten von mir sind sinnlos. I may implement the low resistance rule. The reduction that resistance has on attacks is minus 10 instead of minus 30. Okay. Passt mir auch. When you duel against me, one of these three rules will be in effect. Moment, aber wenn ich jetzt withdraw... Hallo Gameboy Land. Was heißt, wenn ich... Was heißt withdraw? Wenn ich jetzt withdraw, ist dann der erste Kampf weg? No! Do you need to prepare? Okay, gut, sie bleibt da. Uiuiuiui, okay, gut. Dann ändere ich das kurz wieder zurück. Ich brauche dieses Lavados nämlich überhaupt nicht. Jedes Spiel in Existenz sollte die Fähigkeit haben, dass ich von oben nach unten scrollen kann und nicht den ganzen Weg runtergehen muss. Okay. Natürlich die Karten weg. Wobei, die Regel ist ja vielleicht gar nicht angewandt. Weil Energy Retrieval bringt da nichts. Weil das ist aus dem Discard Pile. Dann mache ich mir einen Professor Eich dafür rein. Noch ein Gust of Wind, die sind zu gut. Computer Search mag ich eigentlich gar nicht so. Noch ein Switch. Noch ein Pokémon Trader. Noch ein Bill. I am ready. Uiuiuiuiui. Ich will das Spiel heute durchspielen. Ich höre nicht auf. Aber es kann sein, dass jetzt irgendein Kampf ewig dauert. Oh, sie sieht cool aus. Die sehen alle ein bisschen wie Sailor Moon aus. Also der Artstil. JP. Hallo. For the duration of the battle, all Pokémon pay plus one energy to retreat. Okay. Das ist okay. Ich retreat eh nicht gerne. Oh, ich habe das Dragoran nicht raus. Oh, das bringt mir gar nichts. Okay, Mew, los. Oh, sie hat sogar das Slimer. Unverschämt.
ist so, also Gift ist so asozial. Hat die jetzt ernsthaft ein Gift-Deck? Dann ist es schnell hier vorbei. Oh Gott. Oh, weak, weak, weak. Wo guckt der Slimer hin? Auf die neue Frisur von dem Mädchen. Gut, gewonnen. Also sie. Das passiert, wenn man einfach pechert. Okay, aber dann ändere ich das jetzt noch schnell. Ich brauche keinen Dragoran. Sanyala, hallo, du bist ein Superfin. Wer ist's? Normifin wird zu Superfin. Superfin. True Spitting Facts. Hat ihn garantiert das Slimer? Yes. Ah, der Energy Removal war sinnlos. Ich hatte Angst. Ich entwickle Abra nicht, dass wenn ich nächste Runde vergiftet werde, ich es dann entwickle und ist die Vergiftung weg. Oh mein Gott. Ich bin so klug. Jetzt kommt eine 30er Attacke und mein Abra ist tot. Oh oh. Ich lebe. Schade. Plus 10, Mann. Die Nachtara-Entwicklung ist mega geil. Ich liebe den Clip. Vor allem, weil mir das einfach in Gen 6 wieder passiert ist mit Felinara. Aber da war es wirklich, das ist schwierig zu wissen. Dass Freundschaft und Zuneigung was anderes ist. Kann ich Pokémon haben? Irgendwie? Irgendwo? Hallo?
irgendwo die Zukunft an? Oh. Okay, alles gut, sie ist nicht vorbereitet. Ich finde, sich laut eine Vorentwicklung verdient. Stellt euch das vor, so ein kleines... Naja, es sieht auch aus wie ein Mantidea oder so. Mantips, wie heißt es? Mantidea-Vorentwicklung? Oh, Smogmog. Wo ist das Smogmog? Ich hab's gesehen. Ah, nee, es ist ein Smogon. Schlimm genug. Es wird jetzt bestimmt gerufen. Problem. Vielleicht sollte ich noch warten. Aber ich weiß nicht auf was. Ich will nicht vergiftet werden. Ist auch krass, dass es zu 100% vergiftet. Noch nicht mal irgendwie... Ist einfach ultra krass, dass es einfach 20 Schaden extra jetzt die ganze Zeit macht. Es wirkt unfair. Es gibt sogar einen Smogmog, das die Fähigkeit hat, dass jeder Schaden doppelt so stark ist. Also jeder Giftschaden 20 Schaden macht pro Runde. Also 40. Aber noch ist das hier nicht, dieses schreckliche Smogmog. Ich hab's gleich. Wenn du mich noch kurz... Ich kann sogar Gast auf Wind machen, aber es bringt ja gar nichts gerade. Außer ich überlebe das jetzt, aber ich überlebe das nicht, weil... Wobei, oder ist jetzt auch? Ist jetzt auch Gift? Ja. Okay, ich bin nicht mal... Ich darf nicht mehr drankommen. Sollte trotzdem ganz gut gewinnen. Indem ich jetzt auf Slimer wechsle und hoffe, dass sie Slimer nicht eintauscht. Ich habe so viel Energie und keine Pokémon. Wenn ich jetzt einfach zweimal Psychoschock machen darf, aber ich überlebe eine Vergiftung. Habe ich gewonnen. Das ging schnell. Und gewonnen. Er war ein bisschen härter. Aber Gift ist super nervig. Ich hatte jetzt nur Glück. Wenn Dienst Mogmog gekriegt hätte. Was haben wir hier? Das Sasslamus. Ich glaube, dieses Smogon habe ich noch nicht. Nee, hatte ich alles schon. Und ein cooles Knuddeluff. Das bekannte Enteron. Oh, ein cooles Ammonitas. Wie creepy bist du? Das ist neu. Ist das auch eine Fossilienkarte? Ja. Kann die dann nur... Ah, guck mal, das ist ein... es ist ein Ammonitas, das ist keine Fossilienkarte. Dodo, ich hab's gar nicht erkannt. Ach, das ist auch cool. Das waren ein paar neue, oder? Ja, das waren ein paar neue Karten. Halt, ich will speichern, lass mich speichern. Eine Welt, in der alles geregelt wird durch Karten. King Willichi, your executive Clay has been defeated. King Willichi, your executive Allison has been defeated.
Ho ho ho, so you managed to beat both Clay and Allison, I see. The time has come for you and I to have our decisive card battle. Clay, Allison, be gone! When you lose miserably to Willy, bla 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 bla. Ich hab dich besiegt. Red nicht mit mir. Well now, Leo! Pokémon cards are to be used solely to fight and win. It is under this philosophy that I have founded Team GR. What's the point in collecting cards if they are not useful in battle? They must be used, I say. I have rescued the cards from those pathetic hoarders on your island. I have invented new ways to battle, putting those wasted cards to use. This is the ultimate form of devotion towards Pokémon cards. They are not meant to be stashed away like our foes do with them. Only one with the utmost respect for cards can be the master of them. I will never be defeated by a simpleton who merely collects them. But the time has come. Have a seat. Der redet so, als ob quasi in unserer, also jetzt, wenn wir das so auf mein, was ich so gerne mache, beziehe, dann sagt er sowas wie, er fände es doof, wenn man Pokémon einfach nur sammelt, anstatt mit denen zu kämpfen. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Pokémon sind nur zum Sammeln da. Pokémon-Kämpfe sind inhuman. Tierisch. Sind nicht korrekt. I shall destroy you in a fury duel. I will be switching between my four decks during our card battles. You also will have the chance to do the same with your decks. Let us begin our decide. Was? Was ist die Regel? Er darf zwischen Decks wechseln? What? First player to get two total wins will be the victor. You'll soon learn to fear the power of my four formidable decks. Hat er gerade gesagt, dass er zwischen... Achso, wir müssen... Oh mein Gott, wir müssen mehrmals kämpfen. Ich muss zweimal hintereinander gegen ihn gewinnen. Let's go. Und zwischen den Gewinnen wechselt er sein Deck. Krass. Okay, er sieht creepy aus. Bololo. Vilici. Rest in Pieces Deck. Ein Rest in Pieces Deck. Krieg ich das danach? Ich will dein Deck. Ich will nicht Booster Packs. Ich will einfach die Decks vom Gegner kriegen. Er hat zu lange in die Karten geschaut. Er hat versucht, unter Mimikmas Rock zu schauen. Er muss doch Psycho haben, oder? So wie er aussieht. Er hat kein Gamma. Ich hasse dich. Ich hasse dich und dein Kangama jetzt schon. Paralyse. Mist. Er ist ein Psycho, ja. Aber meistens haben die Psychos auch Psychos. Ist gut, ich muss nur mein Hypno, mein Dark Kadabra oder mein Mewtwo kriegen. Dann besiege ich auch seinen Kangama. Dauert nur. Und ich habe ein Kadabra, es macht halt nur 50 Schaden. Noch ein Kadabra, okay. Und er hat auch... Bist du Weakness Feuer? Nee. Okay, aber du hast Pflanzen-Pokémon. Eigentlich. Wir warten wir noch kurz und dann machen wir Gust of Wind und machen Psychoschock auf die Bisasams, dann sind die weg. Dieser Knosp direkt geholt. Ich bleib hier und warte auf sein Kangama, aber nee. Tschüss.
Ja, wir machen wenigstens 20 Schaden. Das haben wir vorhin schon mal durchgezogen. Immer dieses Stalling. Ich würde ja niemals stallen. Es sind immer nur die Gegner, die stallen. Ja. Ja. Hat er gerade ein Bisaflor sich gemacht? Hey, vielleicht ist Bisaflor ja Gift und kriegt von mir 100 Schaden. Hast du ernsthaft dir jetzt schon ein Bisaflor gemacht? Oh mein Gott. Dark. Nee, Weakness. The defending Pokémon is now either asleep and poisoned, confused and poisoned or paralyzed and poisoned. Es ist immer poisoned. Dieses Tier muss so schnell sterben. Es hat leider mehr als 50, sonst hätte ich es jetzt einwechseln können. Wobei, ich kann es nicht einwechseln. Aber da wird es so krass danach rufen. Und dann werde ich zu 100% gepoisoned. Aber bevor das passiert, kann ich vielleicht switchen auf ein Mew, dem er dann nichts anhaben kann. Okay, wir tun erstmal ein bisschen mehr Schaden auf Kangama. Dann wechsle ich auf das Mew. Dem kann Bisaflor nämlich 0 Schaden machen. Auch nicht, es kann auch nicht vergiftet werden von Entwicklungen. Dann mache ich einfach die ganze Zeit 10, 10, 10, bis dieses Bisaflor weg ist. Da ist unser geiles Mewtwo. Ich muss halt das Kangama am Leben lassen, weil wenn ich es jetzt besiege, dann holt er sofort Bisaflor und er vergiftet sofort mein Kadabra. Ist nur die Frage, ob Vergiftung aufgehoben wird durch Switch. Ich glaube nämlich, dass alle Statusveränderungen aufgehoben werden, wenn man das Pokémon zurück auf die Bank macht. Es kann sein, dass Gift trotzdem im Hintergrund dann die ganze Zeit wirkt und mein Kadabra umbringt. Oh, ich weiß nicht, wie Gift funktioniert. Ich glaube, es ist auch egal, ob ich jetzt... Sollte ich nicht lieber Kangama jetzt schnell umbringen? Ich muss kurz googeln, wie Gift funktioniert. TCG Game Boy. Das... Poison, stay, when, stay, on the bench. Poison Bench Pokémon. No Pokémon can be affected by a special condition while on the bench. Ah, okay. Das heißt, ich könnte dieses Bisaflor macht aber auch 30 Schaden dabei, ne? Es kann noch gar nicht, aber es wird dann wahrscheinlich angreifen können. Es macht mir 30 Schaden und ich bin vergiftet. Und dann switche ich rüber und hol mein Mew. Ich will das nur machen, damit Kangama tot ist. Ich kann Kangama genau genommen auch später einfach von der Bank killen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt Mew hole, kann ich Kangama nicht killen. Nee, ich muss es ja so machen. Ich muss es ja jetzt machen, okay. Du kannst doch entwickeln, deine Pokémon von allen speziellen Statuswechseln heilen. Ja, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, ob vielleicht Gift auf der Bank bleibt. Okay, er holt sogar Dratini und nicht Bisaflor. Warum? Jetzt macht er sich noch ein zweites Bisaflor. Bist du des Wahnsinns? Mewtwo ist ready. Mein Mewtwo wird zerstören. So ein Bisaflor-Enjoyer. Vielleicht hat er deswegen rote Augen.
4 Karten, oder? Ja. Das wird gut. Vielleicht ruft er jetzt sein Visaflor. Gust of Wind, perfekt. Er holt Sichlor, okay. Noch ein Visaknosp. Ich habe zu viele Pokémon. Ich habe zu viel Energie. Ich will eigentlich mal Professor Eich machen. Passt schon. Spielst du eigentlich Competitive TCG? Sieht das so aus? Also, ich nehme das als Kompliment, wenn du das denkst, aber ich glaube, man sieht, dass ich null Ahnung davon habe. Nee, schau. Sehr traurig. Da ist es Visaflor, aber mit nur einer Energie. Das heißt, keine Chance. Er hat keine Chance. Richte mal deine Blütenblätter, Visaflor. Die sind ja ganz zerzaust. Was macht denn Team Rocket mit dir? Okay, er macht gerade einen Dragoran. Chill. Bitte mach zu Dragoran. Dann kann ich ihm wenigstens Schaden machen. Ich kann mir noch einen Kadabra machen. Okay, vielleicht jetzt mal langsam. Nee, ich kann Gust of Wind und Switch nicht hergeben. Sind zu wichtig. Ich kämpfe noch nicht mal mit meinem Besten. Ich könnte auch mit Mewtwo kämpfen und ihm die ganze Zeit 30 auf der Bank geben. Er nimmt nochmal Visaflor. Okay, jetzt wird er mich vergiften. Oh, er wird mich wechseln. Okay, das war klug. Schade. Kein perfekter Win. Ist okay. Soll ich jetzt Kadabra rufen oder mein Mewtwo? Ich will seine Bank anschauen, aber ich kann nicht von hier aus seine Bank anschauen. Ah, ich habe selber genug Switches. Ich nehme mal Mewtwo. Weil vielleicht ist seine Bank mega geil. Dratini. Auf Wiedersehen. Also noch nicht, aber gleich. Und da habe ich gewonnen. Mew, oder? Ja, Offensive hier. Mew wäre defensiv jetzt. Aber ich kann... Oh, ich muss würfeln, verdammt. Dann machen wir jetzt was ganz anderes. Ich mach Gust of Wind, hol das Dratini. Ich selber mach Switch auf Kadabra und mach ihm 20 Schaden und ich habe gewonnen. Dann umgehe ich den Verwirrungswürfel. Done. So, und jetzt muss ich nochmal gegen ihn gewinnen. Kann ich zwischendurch speichern? Wahrscheinlich nicht. Aber er hat gesagt, ich kann mein Deck ändern. That's your first win. Let's continue on to the next duel. You are free to change your decks. What will you do? Switch my deck. Speichern, 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 speichern. Ja, ich habe mein Deck geändert. Ja, wir können weiterkämpfen. Ich habe extra ein neues Deck gemacht. Burn Up Deck. Was wird er wohl für Pokémon haben? Kangama. Direkt Kangama wieder. Und wie immer beginnen wir mit Abra. Und nichts anderem, das ist ein bisschen scary. Vor allem, wenn er anfangen darf. Smokescreen. Nervig, nervig, nervig. Ich keine Karte krieg. Der bringt mich um. Ich muss Energy Removal machen. Und Schock. Yes. Ah, nee. Yes. Nein. Ah, das erste war wegen seinem Smokescreen. Okay, wenigstens kann er mich nicht umbringen.
Kann ich bitte ein Pokémon ziehen? Kann ich bitte ein Pokémon ziehen? Oh. Kombo sogar. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Wenigstens das. Jetzt noch paralysieren. Oh Mann, ey. Traurig. Jetzt kann es mir 20 Schaden machen. Ey, das zählt aber nicht für mein neues Pokémon. Das hast du schön auf mein Aber gemacht, oder? Ich muss jetzt nicht eine Münze werfen. Okay, jetzt wird es langsam besser. Glumanda gezogen. Poison Check? Was? Die zweite Attacke hat Poison? Oh. Shit. Poison ist so unfair. Jetzt nehme ich Schaden, dann nehme ich. Der bringt jetzt mein Hypno um. Außer er nimmt ein Pokémon, was null Schaden machen kann. Aber der hat noch ein Magma. Schon noch ein Gust of Wind. Ich habe eigentlich keine schlechten Karten, außer dass ich keine Pokémon habe. So, jetzt bin ich tot. Schade. Mit meinem Nebulak werde ich nicht viel machen können. Aber man darf nie aufgeben. Es kann alles noch passieren. Ich kann auch nicht aufgeben. Ich kann sein Pokémon weghauen und Charmander rufen, das sollte ich tun. Aber was sind meine Attacken? Put up 2 Energy Cards from your discard pile into your hand. Okay, aber das bringt mir gerade nichts. Dust of Wind, Charmander. Lick it. Nope. Natürlich nicht. Sweet. Gib mir Pokémon. Oh mein Gott. Ich will mir keine Pokémon gegönnt werden. Ich habe nicht so viele Pokémon im Deck, aber schon ein paar. Ein paar Mewtwo's? Trank oder ich bin tot. Okay, Paralyse oder ich bin tot. Eyo. Okay, wir haben noch eine Chance. Ich ziehe keine Pokémon, jetzt bin ich tot. Sein Magma macht jetzt einfach einen Angriff. Außer ich wechsle jetzt schon auf was anderes. Aber sein Magma, er hat nur sein Magma. Er hat eigentlich auch echt nicht viel Pokémon. Keine Chance, sein Magma bringt mich um. Kann nichts tun. Schauen wir uns an. Ich meine, ich könnte einfach nichts tun. Dann wäre ich auch tot. Cooles Nebulak. Und tschüss. Mal schauen, was er dazu sagt. Wobei, wir können einfach direkt nochmal kämpfen. Der Erste, also ich muss nicht unbedingt neu starten. Der Erste. The next duel will determine the ultimate. Genau, der nächste Kampf zählt erst. Ich kann aber weitermachen. Okay, ich muss nicht neu starten. Und er hat ein anderes Deck. Ein Throwout-Deck. Aber ich mochte eigentlich das Feuer-Deck. Ich hatte nur keine Karten. Throwout-Deck. Was ist das? Ach, wahrscheinlich Kampf. Was gut ist, ich habe Psycho. Einiges an Psycho habe ich. Man möchte sagen, nur Psycho. Was vielleicht manche als schlecht bezeichnen würden. Aber ich gewinne die ganze Zeit. Wenn ich mein Mewtwo ziehe.
Mew, okay. Besser. Besser. Jawohl, jawohl. Und er hat natürlich ein Kangama. Wer hätte es gedacht? Was ist eigentlich dieses kleine süße Ding in dem Beutel? Das sieht aus wie ein Püppchen. Das ist kein Baby-Kangama. Das ist eine Puppe. Ich habe echt zu viele Energien. Das dauert jetzt. Oh nein. Das Problem ist, das Kangama greift nicht mal an. Das heißt, selbst wenn es verwirrt wird, es greift halt nicht mal an. Aber es ist halt auch sein einziges Pokémon. Das heißt, er wird diesem... Ah, jetzt hat er noch eins. Er hat einen Chanera jetzt vor allem. Was ist das für ein Kampfdeck mit Kangama und Chanera? Wobei Komet-Hieb ist eine Kampfattacke. Ja, ich kann nichts machen. Sorgen wir einfach dafür, dass er keine Trainerkarten einsetzen kann. Aber jetzt schon Kangama und Chanera. Gegen die ich nichts machen kann. Außer ich habe bestimmte Pokémon, die ich noch nicht habe. Wenn jetzt Professor Eich kommt, würde ich es, glaube ich, einsetzen. Auch wenn ich so viele schöne Energien habe. Ja, hol doch mal das Mashok. Hol doch mal das Mashok raus. Okay, Hypno. Damit können wir wenigstens Kangama wehtun, wenn ich jetzt noch ein Traumato ziehe. Nein, nicht dann! Oh mein Gott. Verschwendet. Ja, jetzt setzt er sofort eine Trainerkarte ein, die er verschwendet hat. Ja, war aber Taktik, war alles gut. Jetzt hat er sogar einen Machomai. Läuft. Ich habe Mewtwo gezogen, jetzt geht's ab. Wenn. Kangama, Chanera und Machomai hat er jetzt. Und Pixie. Vielleicht hat er kein Chanera, sondern Pixie. Ich glaube, er hat Pixie. Ja. Ich kann aber auch Kampf nehmen. Bisher hat er eine krasse Kampfschwäche. Ich kann mein Kampfteam nehmen, aber ich weiß ja nicht, mit welchem Deck er kämpft. Ich kann es nicht wissen, mit welchem Deck er kämpft. Mewtwo ist ready. Traumato hätte ich jetzt gern. Und dieses Kangama wird gleich angreifen. Fuck, ich hätte verwirren sollen. Hat anscheinend nicht genug Energien. Da ist es. Traumato. Oh, läuft. Jetzt verwirren wir es mal. Nice. Wie habe ich dem 10 Schaden gemacht? Was ist geschehen? Hä? Muss mir das gleich durchlesen. Das ist super verwirrend. Hm? Erstens. Kangama hat eine Psycho-Resistance. Und ich? Your opponent flip a coin. If heads, the defending Pokémon is now confused. Meine Attacke macht 10 Schaden. Hä, ich sollte es nur confused haben. Wo sind die 10 Schaden hergekommen? Das hatte ich schon mal, wo wir so verwirrt waren und nicht verstanden haben, warum ich Schaden gemacht habe. Das ist doch ein Fehler. Hat er gerade irgendeine Trainerkarte eingesetzt, sodass Resistenz nicht mehr existiert? Was ist das? Hä? Ich will es ja nur verstehen. Ich meine, ich bin glücklich drüber, aber ich will es verstehen. Das ist super seltsam. Egal. Freut dich doch. Ja, aber... Die Regeln. Das heißt, vielleicht haben sie ein bisschen eingebaut, dass da kein Schiri steht und einfach
Es können halt Fehler passieren, so. Das macht 10 Schaden. Ah ja, genau, das macht 10 Schaden. Ich mach die ganze Zeit jetzt 10 Schaden. Okay. Kann ich mit leben. Bye, Jay. Ich könnte mir ein Kadar... Was habe ich noch? Nein. Ja, doch, ich habe hier ein Abra liegen. Ich könnte mir ein Kadabra jetzt holen mit dem Mew. Aber ein Dark Kadabra. Damit wir seine normalen Mons wegmachen können. Denn das kann die gleiche Attacke wie Hypno. Ich bin krank vorbereitet. Der hat keine Chance. Aber er will auch keinen Komet-Hieb machen. Er ist leider auch sehr gut vorbereitet. Vielleicht kriege ich ja gleich Gust of Wind und dann... So, auch dieses Kadabra kann jetzt Kangama wehtun. Das heißt... Ich mache das jetzt. Retreat. Hypno. Mind Shock. Es ist immer noch verwirrt. Oh, er macht Defender. Das kann ich jetzt nicht umbringen. Aber er hat ihm immer noch nicht genug Energie gegeben. Dark Hadraba ist fertig. Mewtwo ist fertig. Mew ist fertig. Wir haben nichts mehr zum Vorbereiten. Aber ist das nicht... Ah, schade. Ich hätte vielleicht gehofft, dass meine 30er-Attacke... Weil es ignoriert Schaden, es ignoriert Schwäche und Resistenz. Vielleicht ignoriert es auch Items. Aber nee. Und noch ein Defender, ja. Jetzt setzt er die ganzen Karten ein, die er vorhin nicht einsetzen durfte. Und da ist das Telekinese Mewtwo, das ich nicht auf die Bank packen kann. Schade. Du zögerst doch nur hinaus. Willichi. Willichi, Willichi. Jetzt hat er nicht mal was gemacht. Gust of Wind. Soll ich jetzt Gust of Wind machen? Vielleicht bringt mir das irgendwas. Weil dann mache ich 60 Schaden gegen Dark mit Champ, der 70 hat leider und mich extrem gut angreifen kann. Wie viel Energien hast du dem gegeben? Oh, der hat 6 Energien. Your opponent shuffles his or her active Pokémon and all cards attached to it into his or her deck. Krass, wenn du Fling machst, ist dieses Match schon mal wieder weg. Ah ne, your opponent shuffles his or her active. Krass, wenn der Fling macht, ist mein Hypno weg. So rum. Warum hast du dem so viele Kampfenergien gegeben? Das bringt nicht mal was. Okay. Also entweder... Anders. Taktik, pass auf. Weil er wird jetzt sein Machomai rufen und dann wird er entweder meinem Hypno wehtun oder es in mein Deck packen, was ich nicht will. Das heißt, ich könnte jetzt mein Mewtwo holen, das 100 Schaden diesem Ding macht. Ja, der macht das. Es macht 100 Schaden gegen Dark Machamp. Wenn er seinen Clefable holt, ja, aber er wird Dark Machamp holen. Warum sollte er die anderen holen? Ist nur die Frage, wie ich das jetzt schaffe. Ich switch selber aus. Ich habe halt keine Energien mehr. Ich switch selber aus und mache dann Gust of Wind. Ich muss beide wegtun, ist ein bisschen schade. Na gut, dann mache ich dich. Ich könnte ihm jetzt eigentlich auch wehtun, aber dann darf halt Machomai zuerst angreifen. Nein, wir machen Gust of Wind, das wird mich so stressen, ne? Wenn ich der Typ wäre und ich bereite mein Machomai vor, was jetzt 6 Kampfenergien hat, was nichts bringt. Und jetzt mache ich einfach das. Tschüss. Also. Okay, warum hat das nur 30 Schaden gemacht und nicht 100?
Das muss ich jetzt nachlesen. Dieses Spiel ist verbuggt, wenn das jetzt nicht erklärbar ist. Erstmal, warum bin ich nicht kampfresistent? Ich habe keine Resistenz. Okay. Was bist du für ein Macho Mai? Weakness Psycho. Mehr ist es nicht. Weakness Psycho. Anstatt 50 habe ich 30 Schaden gemacht, obwohl der Weakness Psycho hat. Weder Schwäche noch Resistenz funktionieren anscheinend. Ja, dann hätte ich 50 Schaden gemacht. Es stand noch nicht mal da, Resistenz oder Schwäche. Es stand einfach nur da, 30 Schaden, obwohl ich 50 mache. Ich glaube, der Kampf ist verbuggt einfach. Das ergibt gar keinen Sinn, außer es ist irgendwo ein Pokémon mit einer Fähigkeit. Oh, hier vielleicht, Darkness Whale. All damage done to dark Pokémon. Da haben wir's. All damage done to dark Pokémon is reduced by a random number. As long as that Pokémon is the active Pokémon, this power stops working when Dark Clefable is asleep. Okay. Wegen diesem Pixie werden alle Pokémon, also werden alle Attacken gegen Dark Pokémon random verschwächt. Abgeschwächt. Krass. Alles hat eine Erklärung. Alles hat eine Erklärung. Krass. Okay. Computer macht keine Fehler. Aber wenn es random ist, kann es ja auch sein, dass ich jetzt einfach 40 Schaden mache. Oder wieder 30. Okay. Wenigstens haben wir eine Erklärung, die mich befriedigt. Da ist das Mewtwo. Können wir das jetzt einsetzen? Nein. Was könnte er jetzt rufen? Alles wäre ziemlich egal. Low Kick wäre nervig. Aber ist okay. Es steht an 0. Was? 50. Jetzt machst du 50. Krass. Und Schwäche und Resistenz sind einfach auch wegen. Ich muss dieses Pixie umbringen. Das ist ja super anstrengend. Und jetzt macht er natürlich Chanera. Schau, er hatte einen Chanera. Ich habe es doch richtig gesehen. Oh, mies. Aber das ist kein Dark Chanera. Das heißt, ich mache jetzt nur 20 Schaden. Ich kann Gust of Wind machen. Wir können Kangama wegmachen. Dark Song. Habe ich das richtig gelesen? As long as that Pokémon is the active Pokémon. Mr. Mime. Mr. Mime hat keine Resistenz gegen Psycho. Und ist nicht Dark. Das könnte ich rufen. Und dich könnte ich auch rufen. Wir rufen mal was anderes hier. Machomp. Nicht, dass du nochmal eins machst. Du bist nicht Dark. Das macht jetzt 50 Schaden. Also in meiner Welt sollte es sogar 100 Schaden machen. Weil es die Schwäche Psycho hat. Ich bin immer noch verwirrt. Das macht immer noch keinen Sinn. Ich brauche Kangama nicht töten, weil es mir nichts tun kann im Moment. Ich töte es sofort, wenn es gerufen wird. Ich habe wieder einen Gust of Wind. Krank. Okay, da ist mein Hypno. Okay, ich muss meinen Hypno rufen oder nochmal Gust of Wind machen. Aber der wird immer wieder Chanera rufen. Mach nochmal. Er hat wieder ein Machomp? Hat er es gerade wieder eingesetzt? Hat er unendlich viele Macholos im Team? Okay, das macht stabile 50 Schaden. Obwohl es eine Schwäche sollte. Okay, wenigstens habe ich ein paar Trophäenkarten gekriegt. Und jetzt hat er gerade einen Mashok gezogen. Ich glaube, er hat einen Mashok hergegeben. Also Eich, das könnte es sogar wert sein. Aber ich will dieses Mewtwo nicht hergeben. Nee, dann nicht.
Dann greife ich halt jetzt dein Scharnierer an. Ich muss nur viermal angreifen. Und er muss jetzt einfach still sitzen, bitte. Hat er gerade sein Maschok weggetan, um es jetzt wiederzuholen? Ein Igler macht ein Igler minus 30 oder minus 20. Oder minus alles. Minus alles. Natürlich. Nimmt jetzt gar keinen Schaden? Ja, wegen dieser Attacke, die er macht. Aber die muss er würfeln. Also wenn er Pech hat. 80! Er macht sich selber 60 Schaden. Deswegen hat er Defend eingesetzt, weil er hätte sich sonst 80 Schaden gemacht, glaube ich auch. Ist okay. Ist okay. Ich habe noch den da. Problem ist, der Defender wirkt immer noch. Mies, der Defend wirkt immer noch. Was war das für eine krasse Attacke eigentlich? Double Edge, ja, ja, genau. Und der Defend wirkt immer noch. Das ist gemein. Ha. Aber die wird doch jetzt nicht hier Sayonara machen. Einfach nochmal Double Edge machen. Krass. Okay, hey. Ich bin immer noch weit im Vorteil. Kranker Mensch. Krank. So, soll ich jetzt meinen 50er rufen? Jetzt kann ich endlich mein Mewtwo vorbereiten, mein anderes. Oh, er holt Macholo. Das war dumm. Macholo. Wo ist mein Mewtwo? Da. Hundert? Warum auch immer. So, er holt tatsächlich Pixie raus. Und hat wieder ein Scharnierer. Habe ich das richtig gesehen? Knallhartes Scharnierer. Ja. Okay, jetzt sollte ich irgendwie versuchen, dieses Kangama zu killen. Dann habe ich gewonnen. Entweder indem ich mein Mewtwo gleich einsetze, nächste Runde. Oder ich mache Professor Eich und es ist noch mein Gust of Wind drin. Dann beenden wir das jetzt sofort. Still a chance. Ich hatte schon, ich glaube, ich hatte alle Gast auf, es waren echt viele. Okay. Dann ist dein Kangama gleich dran. Beziehungsweise geil, ich mache einfach random jetzt Schaden. Oh, er holt wieder Scharnierer raus. Aber es ist egal, denn jetzt habe ich genug auf Mewtwo, kann mein Mewtwo hier zurückziehen, kann mein anderes Mewtwo holen, kann Telekinese machen und dein Kangama ist tot und ich habe gewonnen. Fazili! Ne, wie heißt du? Willichi! Ja, da guckst du wie Chili. Willichi. What in the actual holy fuck? I've lost. Fuck. How could I have been defeated in a card battle against you twice? Yet I had insurmountable fun in these duels. How could this be? My heart, it's still beating so fast. I've never had such fun playing the Pokemon card game before. This is copyright. This is the first time I've ever lost playing the Pokemon card game. Copyright. Do you remember what I said before? Cards are only meant to be used. I thought cards were only useful when they brought power to a deck. Now I see differently. They're all to have fun, even when collecting. No matter how you use your Pokemon cards, you must enjoy yourself. You made me realize this during our card battles. Leo, thank you very much. I give my word that we shall stop stealing cards from innocent people. Pokemon cards ought to be in the hands of the people who love them. If I've learned anything from my cards, it's the value of friends. Here, take the insignia of my friendship now. Die Togepi-Münze.
Ich meine, das haben Fans übersetzt. Ich weiß nicht, ob wäre oder einer. Aber es klingt wie ein typischer Pokémon-Text, also. Du hast mich davon überzeugt, dass das, was ich gemacht habe, schlecht ist, indem wir Karten gespielt haben. I also give you this very rare card as a gift from Team GR. Ist eine Mewtwo-Karte. Sexy. Dark Edge. All damage done by Dark Pokémon is increased by random amount. Increased! Da steht increased! All damage done by Dark Pokémon is increased. Ist das nicht das gleiche, was Pixie konnte? Nee, der Pixie war decreased. Krass. Das heißt, wenn man dieses Pokémon auf der Bank hat, wird jede Dark-Pokémon-Attacke verstärkt. Krank. Flip a coin for all Dark Pokémon on your bench. This attack does 20 damage plus 20 more damage for each heads. Die nehme ich vielleicht. Don't you agree, Leo? Let's both continue on sharing passion for our Pokémon cards. Tears. Stuff. Good job. Ach, schau mal, der Typ, einer der das Spiel gemacht hat, heißt Ishihara. Haben die ihre eigenen Dinger? Nein. Cool, ich mag das Spiel. Ich weiß, es ist hart zum Zuschauen, weil man nicht wirklich checkt, was abgeht, außer man kennt sich gut aus in den Spielen. Und es geht halt schon schnell. Aber ich kann es euch nur empfehlen, selber zu spielen. Man kommt super schnell rein, wie es funktioniert und kann. Es ist geil, wie schnell das Spiel geht. Also wie schnell die Texte weggehen, weil du brauchst sie nicht. Du checkst mit der Zeit, was jetzt passiert. Du spielst einfach und es ist echt... Es ist gut gemacht. Ich habe den letzten Kampf nicht ganz gecheckt, warum ich keinen... Ich habe das Gefühl, es war verbuggt, aber... Vielleicht checke ich nur diese Pixie-Karte nicht. Aber gegen Macholo sollte ich eigentlich doppelt so viel Schaden gemacht haben. Das war komisch. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch von den Achievements online hier auf Twitch machen will. Ich werde das meiste, glaube ich, offline machen. Wie 50 Kämpfe hintereinander gewinnen. Zweimal 50 Kämpfe, also 100 Stück. Und ich muss nochmal gegen Vachili kämpfen. Für, dass ich zwei von diesen Mewtwo-Karten habe. Es gibt noch viele, viele Trophäen. Ich muss voll viele Karten jetzt tauschen mit Leuten, die einfach rumstehen. Und dann gibt es halt echt ein paar harte Trophäen, die sagen, dass ich... zum Beispiel, da gibt es da so ein Spiel, wo ich 4 Kämpfe ineinander gewinnen muss und ich darf zwischendrin nicht speichern. Und dann halt so bestimmte Herausforderungen wie das eine, was ich gesagt habe. Ich muss Axel besiegen, ohne sein aktives Pokémon zu besiegen. Also ich muss seine komplette Bank, 6 Pokémon auf der Bank besiegen, ohne sein aktives Pokémon zu besiegen. Warum auch immer ihn, aber das ist eine Trophäe. Und solche gibt es mehrere, sowas wie gewinne gegen diesen einen mit nur einem Lavados oder sowas. Du fandest es lustig und unterhaltsam? Das freut mich. Sylpharion, du bist Castellit. Irgendwann wird dieses Spiel ein Video von mir, aber erst wenn ich natürlich 100% habe. Das gehört zu meiner neuen Reihe, alle Achievements in Pokémon-Spielen holen. Und sie werden nicht alle so abstrus wie das hier, aber viele sind abstrus. Wie zum Beispiel die Mini-Pokémon-Mini-Spiele. Aber auch Pokémon Pinball will ich machen. Gale of Darkness soll das nächste sein. Gale of Darkness-Trophäen sind fast fertig von der Community. Da ist die Lugia-Karte. Und ja, Gale of Darkness, Achievements. Ich habe noch nie Gale of Darkness gespielt. Ich warte seit Ewigkeiten darauf, dass es Trophäen bekommt. Und dann kann ich Gale of Darkness spielen mit Trophäen. Das wird wahrscheinlich das nächste Trophäenprojekt.
Aber das hier ist jetzt wahrscheinlich fertig. Vielleicht werde ich noch, wenn ich irgendeine extrem schwere, coole Trophäe finde hier, werden wir die noch online machen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich einfach wieder Shiny hunten. To be continued. Und es wurde nie continued bis heute. Aber das ist okay. So, wo ist jetzt diese Maschine, Mr. Mason? Ist das die Maschine? Da, Leo's Score. Current Streak. Ich muss hier eine 50er Streak haben. Play the Challenge Machine. Club Member, da sieht man. Ich glaube, ich darf alle 5 dann speichern. Ich frage mich echt, ob ich dazwischen speichern kann. Aber mein Psycho-Deck besiegt alles. Okay, das muss ich zweimal schaffen. 50er Streak aufbauen. Anstrengend. Ishihara, komm, gib mir eine geile Karte. Ich habe es letztes Jahr im März zum ersten Mal durchgespielt. Richtig geiles Spiel. Ich weiß. Aber ich will es halt erst spielen, wenn die Trophäen draußen sind. Gib mir Karten. Was muss ich schaffen, dass du mir Karten gibst? Ja, gibt es jetzt hier immer wieder... Nein. Ja, es gibt viele Trophäen, die ich mir jetzt einfach so holen kann, überall. Muss mal halt gucken. Ich glaube, ich kann auch die hier nochmal besiegen jetzt. Wie kriege ich Ishihara dazu, dass sie... Karten gibt. Ich dachte, das war alles Story-based. Wahrscheinlich, indem ich irgendwelche Karten habe. Challenge Hall. Hier ist auch Ishiharas Haus, aber hier ist niemand. Ach, sie steht jetzt hier. Oh, Leo, did you decide to visit today too? Ach, sie ist die Allison, die ich besiegt habe. Ach so. Ach so. Okay. Die steht jetzt hier. Ich habe jetzt aber auch nicht gecheckt, ob Roland wirklich böse ist oder nicht. So, gegen die kann ich jetzt alle jederzeit kämpfen. Ich setze jetzt einfach auf den Thron hier. Ah, ich kann nicht mich umdrehen. In so vielen Pokémon-Spielen kann man sich einfach umdrehen, aber hier nicht. Ich muss auch diesen komischen rot gekleideten oder schwarz gekleideten Typen noch überall finden und besiegen. Und das Mensch-Spiel habe ich ja zum Glück schon gemacht. Naja. Speichern. Wie viele Karten habe ich? 355 und 443. Ja. Und ich glaube, viele muss ich einfach grinden. Weil es halt wirklich random ist, was in Booster Packs rauskommt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wenn ich die Story durchspiele, die meisten einfach kriege. Bekomme 63 Stunden. Aber ein bisschen mit Vorspulen, dann geht die Zeit halt super schnell vorbei. Sagen wir trotzdem wahrscheinlich 60 Stunden. 60 Stunden habe ich gebraucht? Das wirkt viel zu viel. Das wirkt viel zu viel, das kann nicht sein. Das wirkt viel zu viel. Naja. Meine Lieben, das war's für heute. Ich setze mich jetzt wieder ran an das Gen 7 Video. Heute werde ich die Kapiteltrenner mit Blender bauen. Meine CGI übertrieben, meine 3D-Pokémon-Render in Blender für die Kapiteltrenner.
Und allein wenn ich das heute fertig mache, habe ich heute viel geschafft. Es dauert noch ein bisschen. Wenn ich mich richtig krass ransetze, dann kann ich es wahrscheinlich bis Dienstag fertig kriegen. Aber dafür müsste ich wahrscheinlich morgen, Samstag und Sonntag 16 Stunden am Stück das machen. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich versuche es so schnell es geht. Das heißt, vielleicht komme ich morgen nicht online. Ist eigentlich heute Donnerstag? Heute ist Donnerstag schon wieder, gell? Krank. Heute 2024 ist bald vorbei. Das heißt, ich komme morgen vielleicht nicht online, damit ich dieses Video schneller fertig kriege. Aber vielleicht juckt es mir auch unter den Fingerspitzen. Reggie Drago zu Shiny Hunten, keine Ahnung. Also vielleicht auch nicht, aber spätestens am Montag bin ich wieder da. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Abend. Und bis bald. Bussi, Bussi, Kuss, Kuss, Kuss. Meinst du, das Video wird noch viel länger? Also im Moment ist es eine Stunde lang, es wird noch ein bisschen kürzer. Obwohl ich weiß es nicht. Aber ich will niemals ein Video machen, was über eine Stunde lang ist. Mal schauen. Wir sehen's. Wir werden's sehen.